Wir fangen an, oder? Let's go. Thrive Heavy Lies the Crown. Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Strategiespiel. Wir haben das damals in der Demo gespielt, vor ungefähr 8 Monaten. Jetzt kommt das Spiel auf Steam im Early Access und ich habe einen Tag, bevor es rauskommt, ich glaube am 6. kommt es, heute ist der 5. für mich, wenn ihr es auf YouTube guckt, ist es natürlich schon später. Und wir haben damals viel Spaß damit gehabt, als wir die Demo gezockt haben. Und jetzt ist quasi, wie gesagt, dann die Early Access Phase gestartet. Und das haben die guten Freunde, die dieses Spiel gebaut haben, zum Anlass genommen, eine Kooperation hier mit mir zu machen. Vielen lieben Dank an Playside Studios, die das Ganze zu verantworten haben. Ich freue mich sehr, denn das hat mir damals echt Spaß gemacht. Und jetzt schauen wir nochmal gemeinsam rein, was sich so getan hat. Ihr könnt das Ganze als Singleplayer spielen oder auch als Multiplayer. Und ich werde direkt mit euch ein neues Spiel machen, natürlich als Einzelspieler. Mal ein bisschen leiser noch die Mucke. Ihr könnt euch über dieses Spiel informieren, wenn ihr einfach den Chatbot Ausrufezeichen Thrive macht oder bei mir auf Twitch auf die Webseite klickt. Und jetzt fangen wir mal an, indem wir uns erstmal ein Gebiet aussuchen. Asnor, Dranod. Wenn man da so draufklickt, sieht man, was da für Ressourcen wachsen. Also Äpfel, Flachs, Hanf, Kräuter. Ich glaube, dass das grundsätzlich erstmal überall gleich ist jetzt hier. Ja. Dann können wir vielleicht was Schönes im Norden an der Küste nehmen. Hier ist sehr viel Gebirge in Oshad. Ich weiß gar nicht, ob wir dringend Gebirge brauchen. Man könnte auch einen Kompromiss machen. In Dranod haben wir ein bisschen Gebirge, ein bisschen Wasser, aber auch viel Land. Bin mir nicht über die Bedeutung des Gebirges nicht so hundertprozentig sicher. Nicht, dass wir das brauchen, haben wir das da nicht. Aber ich glaube, wir gehen da erstmal noch nach Nosvia. Das sollte schon passen. Ich hoffe mal, das passt. Wir gehen da nach da oben jetzt erstmal und machen uns das da gemütlich. Aber jetzt können wir uns hier noch eine Flagge aussuchen. Blitz, Schmetterling, Katze, diverse Zeichen. Und wir machen natürlich, wie sich das gehört, hier die Raute, die halbe Raute und machen einfach mal okay. Und das Spiel beginnt. Es fängt an mit einer einfachen Karawane, die so die letzten Habseligkeiten gerettet hat. Nachdem sie vertrieben wurden aus ihrem Land und jetzt ist es an der Zeit, mit den wenigen Ressourcen, die wir retten konnten, wieder eine blühende Siedlung aufzubauen. Und wer so Aufbauspiele mag, der wird jetzt hier wirklich auf seine Kosten kommen. Es ist super entspannt und fängt klein an und kann ganz groß werden. Wir haben nicht nur Aufbau, wir haben natürlich auch Militär, was dann irgendwann zum Einsatz kommt, Eroberungen. Ich mag sowas einfach. Da verfliegen so die Stunden, wenn man sich so überlegt, wie baue ich, was baue ich, wo baue ich, wann baue ich. Das Ganze ist in der Vorabversion, wie gesagt. Es kann natürlich sein, dass da vielleicht nochmal ein Bug oder so zum Tragen kommt. Aber ich glaube, wir bleiben verschont. 2 Monate seit dem Fall von Aldamor, seit sie die Überlebenden versammelt und sich auf den Weg zu einer neuen Heimat gemacht haben. Nysamor ist die Zukunft, ein Land frei von den Schrecken der Vergangenheit. Hier werden sie ein neues Königreich errichten, geleitet von den treuen Beratern, die ihre Kurie bilden. Ihre Berater sind sehr sachkundig, aber keiner kann seine eigenen Interessen verleugnen. Jeder hat einen Plan für ihre Herrschaft. Am Ende müssen sie allein den Ton ihrer Herrschaft bestimmen. Wohin gehen ihre Interessen? Lügen? So, auch hier sieht man schon so ein bisschen eine Prämisse des Spiels. Es wird 3 Berater geben, die unterschiedliche Ausrichtungen verlangen. Ob es jetzt Militär, Wirtschaft oder Weisheit ist, und hier kann man schon mal so eine erste Grundausrichtung angeben. Also Wachsamkeit ist natürlich so ein bisschen die Tendenz des Militärberaters, Wohlstand, ja, hier Gier, Geier, Gold oder Weisheit. Ich sag jetzt einfach mal Weisheit, das kann ja auch alles bedeuten. Ich überspringe mal das Tutorial, weil ich es ja schon mal gespielt habe und hoffe, dass mir das nicht zum Verhängnis wird. Das ist jetzt die Karte. Wir hatten uns jetzt ja Nosvia rausgesucht. Wir sehen aber, es gibt auch andere von Computern bewohnte Regionen. Wir bleiben aber erstmal bei uns und haben hier unseren
kleinen Wagen, der mit wenigen Leuten und wenigen Waren in dieses gelobte Land hier eingefahren ist. Und zwei treue Ochsen, oder sind es Pferde? Ne, es sind Pferde, die das ziehen. Hier oben haben wir klassisches Ressourcensystem. Machen wir eben kurz Pause. Kann ich euch nicht gut zeigen, bei Pause. Hier oben halt die klassischen Ressourcen, die kann man anordnen, je nachdem, was einem gerade interessiert, oder einmal draufklicken, da sieht man alles, was man bislang hat. Wir haben natürlich hier sehr viel Unzufriedenheit, weil natürlich das Land hier noch nicht wirklich in irgendeiner Form bewohnbar ist. Hier gibt es auch noch diverse Einstellungen, die wir uns später mal anschauen. Wir fangen an, indem wir diese Karawane einmal aufstellen. Und jetzt werden wir hier einen Bergfried errichten. Und so, der Bergfried ist ja natürlich dann das zentrale Gebäude. Da wollen wir dementsprechend auch einen guten Platz für finden. Hier sind so Wald, also Holzvorkommen. Wir wollen den irgendwo bauen, wo wir alles so ein bisschen haben. Vielleicht hier ein bisschen weiter runter. Sind das Steine? Ich glaube ja. Warum nicht einfach hier so? Komm, ich finde, hier ist jetzt mal ein guter Platz. Da bauen wir den Bergfried. So, und jetzt laufen unsere ganzen kleinen Leute. Die sind sehr putzig. Die haben auch alle Namen. Tyrone. Thwithen. Einige helfen mit. Ja, andere müssen sich ein bisschen bitten lassen. Und jetzt wird hier der Bergfried errichtet. Das finde ich schon ganz süß. Alle packen mit an. Mehr oder weniger. Einige sind fleißiger als andere. Und die haben natürlich jetzt alle oben hier dieses durchgestrichene Haussymbol über den Köpfen, was mich daran erinnern soll, dass die alle noch keinen Ort haben, an dem sie schlafen können. Das müssen wir natürlich schleunigst in Angriff nehmen, während die das hier fertig bauen. Können aber gleichzeitig auch schon mal so ein bisschen weiter planen, denn wir müssen die Leute ja versorgen. Das heißt, wir brauchen Vorratslager, Lebensmittellager, Brunnen und die ganzen Sachen. Und wir brauchen natürlich ein Holzfällerlager und einen Steinbruch. Wir gehen mal... Oh, hier ist viel Holz. Ja, hier ist okay Holz. Oh, hier ist richtig viel. Komm, wollen wir mal nach oben gehen? Ein bisschen weiter weg von der Siedlung, aber das ist okay. Oh Gott, hier ist richtig viel. Ne? Die Wege sind dann ein bisschen weiter, aber das ist jetzt einfach, wie es ist. Pack, da bauen wir den und dann bauen wir den Steinboy. Hier, wir sehen diese Kreise, die zeigen uns das Vorkommen an. Hier hatte ich ja richtig viel identifiziert. Das können wir vielleicht im späteren Verlauf des Spiels hier alles wunderbar abgrasen. Für den Moment würde ich ganz gerne hier oben bleiben. Ah, hier ist noch besser, aber es ist natürlich schon sehr weit weg. Wir bauen später einfach mehrere. Wir fangen erstmal hier an und werden dann später noch mehrere davon bauen. Wir können direkt schon mal den Weg legen. Können wir ja schon mal hier das ans Straßennetz anschließen. Was ist los? So, dann haben wir hier schon mal so eine lange Straße und das gleiche machen wir hier bei unseren Holzfällern. Upp. So, sehr schön. Die sorgen für die nötigen Grundressourcen. Die laufen jetzt los und bauen das. Ist natürlich jetzt ein bisschen weiter weg. So, dann brauchen wir natürlich ein Vorratslager. Wir brauchen Brunnen, wir brauchen Lebensmittellager. Und wir brauchen Wohnhäuser, logischerweise. Und das sind hier diese Bauernhäuser. Und ich hatte mir überlegt, das habe ich beim letzten Mal auch so gemacht, dass wir so ein Gebiet eher so für Industrie und so weiter nehmen. Und dann machen wir vielleicht hier im Süden, hier sind irgendwann die Steine, die nerven, aber machen wir hier in diesem Bereich eher ein Wohnquartier. Und diese Karawane, die können wir jetzt auch wieder wegschicken, damit sie nicht im Weg steht. Die können wir später noch bestücken und woanders ein weiteres Quartier aufschlagen. Und wupp, hier fangen wir jetzt an. Hier seht ihr, die wollen alle Häuser haben, die Häuser zu bauen für die Leute. Und wir fangen mal an mit einer Reihe Bauernhaus. Die Straße nehmen wir somit. Ich glaube, wenn wir zwei machen... Warte mal. Entweder, ich glaube, so war das. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee, ich habe so original. Warte. Ah, nee, geht nicht. Warte, wir machen das nochmal kurz weg. Nichts passiert.
Dann war das doch so, oder? Habe ich mich jetzt schon hier verzählt? So, machen wir das einmal so. Und dann machen wir direkt eine Zweierreihe. So. Schon mal ein bisschen zukunftsträchtig. So. Machen jetzt hier einen kleinen Weg erstmal drum. Wupp. Wupp. Alle wollen Anschluss ans Straßennetz haben. So. Und dann müssen wir jetzt gucken, dass diese Häuser auch alle Zugang haben zu zum Beispiel einem Lebensmittellager. Da sieht man ja diesen Radius, der bestimmt das. Und deswegen packen wir den jetzt in die Mitte. Ich glaube, ja, hier ist es ganz gut. Da packen wir den hin. Dann bleibt er hier im Zentrum. Und ich glaube, wir brauchen auch das Vorratslager, meine ich, brauchen wir auch. Das können wir dann hierhin machen. Ja, oder hierhin. So ist fast besser, glaube ich. Ja, wir machen das so. Und dann müssen wir noch Brunnen bauen. Alle wollen einen Brunnen. Wo ist denn mal ein guter Standort für einen Brunnen? Vielleicht dann hier direkt. So. Ja, ich hoffe mal, das Haus da oben kriegt dann noch oben rechts. Ich hoffe, das reicht als Einzugsgebiet für den Brunnen. So, dann machen wir hier einen Brunnen. So. Dann haben die jetzt schon mal diverse Gebäude, mit denen sie happy sind. Und das wird jetzt hier gebaut. So. Gleichzeitig brauchen wir natürlich. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich dieses Vorratslager auch hier setzen muss für die Jungs hier, dass die das da abliefern können. Wir brauchen auf jeden Fall da einen Holzfäller. Der wandelt Baumstämme in Feuerholz um. Und das brauchen wir natürlich für viele verschiedene Sachen. Da ist ja unsere Holzfällerhütte. Lass uns doch mal hier den dahin bauen. Dann sind die Wege nicht so weit. Und da können wir noch nichts machen. So, jetzt brauchen die alle das Haus. Wir wollen auch nicht zu viel Bauaufträge auf einmal verteilen. Ich glaube, hier muss ich auf jeden Fall eine Straße bauen. So ist es, sonst haben die gar keinen Zugang. Und dann machen wir das so. Vielleicht hätte ich. Reicht ja vielleicht auch. Reicht ja erstmal, der hat jetzt ja Zugang. Weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt hier regel. Ich da jetzt so ein Haus hinbaue. So könnte man machen, ne? Und dann legen wir die Straße. Oh, noch ein Haus. Und dann kommt hier so der Anschluss. So, okay. Das ist doch okay. Das ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig symmetrisch, aber wir wollen ja auch nicht immer alles hundertprozentig symmetrisch machen. Wir können uns in der Zwischenzeit mal aber so ein paar Sachen angucken. Wir haben hier 20 Bauern. Und das ist sozusagen das, wie es zu Beginn aussah. Es werden hoffentlich mehr werden. Je blühender unsere Welt hier wird, unser Dorf, je attraktiver es wird, desto mehr Leute werden sich bei uns ansiedeln. Und wir brauchen diese Leute auch. Denn, und das sehen wir hier, es gibt natürlich Arbeitsstätten, die mit Arbeitskraft gefüllt werden wollen. Wir haben null Arbeitslose. 5 Leute arbeiten als Bauherren, 6 als Holzfäller, 6 als im Steinbruchlager und 3 im Vorratslager. Hier ist das Vorratslager. Hier sieht man die 3 Leute, die da arbeiten: Godwin Morello, Marsha Imani und Casey Manhart. Und wenn jetzt diese anderen Sachen fertig sind, dann haben wir natürlich gar nicht genug Leute. Auch jetzt der Brunnen braucht Arbeitskraft hier. Das heißt, wir brauchen dringend mehr Leute, sonst können wir diese Sachen gar nicht betreiben.
Wir können aber Prioritäten festlegen und können jetzt sagen, hier, wir wollen zum Beispiel, das Vorratslager ist wichtiger, ich schiebe es jetzt mal nach oben. Das können wir dann machen und wir können natürlich auch die Anzahl der Arbeiter, die dort drin sind, reduzieren. Hier sehen wir schon den Reiter Arbeiter. Da kommen wir später zu. Die haben wir nämlich noch nicht. Wir haben nur Bauern. Genau. So. Die sind alle noch unzufrieden. Wir können auch in Erfahrung bringen, wieso. Vorratslager ist verfügbar. Lebensmittellager nicht, Brunnen nicht und Feuerholz nicht. So, der Brunnen wird ja hier noch gebaut. Das Vorratslager haben wir hier, das wird auch noch gebaut. Das heißt, wenn sie diesen Zugang haben, sind sie schon ein bisschen glücklicher. Und das dritte, was sie wollten, das ist Feuerholz und das wird dann hier oben gebaut, beim Holzfäller. Das heißt, es wird in Kürze besser werden für sie. Sie ziehen auch nicht in die Häuser ein, wenn ihnen nicht mindestens zwei der Bedürfnisse erfüllt sind. Deswegen stehen die jetzt teilweise noch leer, deswegen haben die alle dieses Hauszeichen da oben, wir wollen einfach nicht einziehen. Aber es ist nicht schlimm, wir können jetzt die Zeit ein bisschen beschleunigen und einfach mal die wichtigsten Gebäude jetzt errichten. Ihr seht, da schleppen die jetzt da die Hölzer hin, das dauert natürlich ein bisschen, der Weg ist ja weiter, wir jetzt ja da oben gebaut. Aber das ist ja nur am Anfang so, die Siedlung wird ja irgendwann so groß sein. Ich hätte auch hier einen hinsetzen können, ich könnte hier noch einen zweiten hinsetzen auch. Weil Holz braucht man immer. Aber noch haben wir gar nicht genug Arbeitskräfte, um das alles am Laufen zu erhalten. Was wir noch wollen, auf jeden Fall, wenn die jetzt hier mal so langsam fertig werden, ist eine Apfelfarm und eine Hanffarm. Das sehen wir hier. Hanf, damit können wir Kleidung machen und mit Apfel können wir unter anderem Alkohol herstellen. Der wird nämlich geguren. Und dann haben wir Alkohol. Dieser Apfelhain muss einfach nur gebaut werden. Könnten wir zum Beispiel direkt hier nördlich machen. Mal gucken, wie die... Da sieht man auch schon die Anzahl der Leute, die da arbeiten. Es gibt eine Maximalgröße. Ja, das ist... Zack, das ist die Maximalgröße. Da können jetzt 5 Leute arbeiten. Das wäre jetzt ein Apfelhain. Bupp. Können wir auch schon mal anlegen. Wir brauchen ja irgendwann sowieso alles. Die sind immer noch sauer. Absolut verständlich. Uns fehlt ein bisschen Holz. Die Wege sind weit. Ich glaube, ich sollte wirklich hier nochmal einfach einen zweiten Holzfäller bauen. So, und dann... Machen wir hier nochmal. Ich habe gar nicht genug Arbeitskräfte, um jetzt alle Holzfäller zu betreiben. Aber das machen wir mit Recht. Holz ist immer wichtig. Insbesondere, weil wir ja auch Holz zum Bauen und als Brennholz benötigen. Aber erstmal müssen wir darauf hoffen, dass wir demnächst Zuwachs erhalten. Habt ihr eigentlich Sound? Bisschen, ne? Sehr leise, aber. Oh, ein bisschen lauter. Ist der Sound bei euch? Könnt ihr mal gerne mal in den Chat schreiben, wie der Sound bei euch ist. Oh, Eventbeginn! Einführung, Ankunft. Passt? Okay, sehr leise, ne? Ich kann es gleich sonst im Menü vielleicht hochstellen. Der Grundstein für eure Siedlung ist gelegt. Doch bis zu ihrer Fertigstellung muss noch viel getan werden. Eure Kurie, eine kleine Gruppe von Beratern, wird euch bei euren Entscheidungen unterstützen. Kanzler Declan Bodie und Herzog Donovan Stanton, die einst dem gefallenen König unterstanden, haben sich euch angeschlossen. Der dritte im Bunde ist Sir Ossian Hayward, euer treuer Ritter und Freund. Gemeinsam müsst ihr entscheiden, auf welche Bereiche sich das junge Königreich zuerst konzentrieren soll. Das ist das, was ich zu Beginn gesagt hatte. Das ist unser Kanzler. Die Lösung ist denkbar einfach, Eure Majestät. Alles, was wir erreicht haben, verdanken wir unserem Volk. Ihr Durchhaltevermögen sollte belohnt werden, um uns ihr Vertrauen und ihre Zufriedenheit zu sichern. Das ist Sir Aslan Hayward. Der sieht es etwas anders, naturgegeben als Soldat. So ist es, Kanzler, wir haben viel durchgestanden. Doch die Tragödien der Vergangenheit liegen nun hinter uns. Deshalb ist es von oberster Wichtigkeit, unsere neue Siedlung zu sichern und zu schützen. Nur mit einer starken Verteidigung können wir uns aus der Asche erheben. Und
zwei vernünftige Positionen, werte Herren. Und das ist der dritte, und er sieht schon so ein bisschen geldgierig aus, ne? Herzog Donovan Stanton. Äußerst vernünftig in der Tat, Eure Hoheit. Doch sowohl Sir Hayward als auch Kanzler Declan übersehen, was für den Erhalt und das Wachstum eines Königreichs am wichtigsten ist. Randvolle Schatzkammern. Ohne ausreichend Gold wird es uns schwerfallen, mehr als nur simple Hütten aus Stroh und Stein zu erbauen. Wir müssen das Volk inspirieren. Ja, alles gute Punkte. Ich werde mich jetzt entscheiden müssen und ich sage, Kanzler Declan soll mal zu Wort kommen. Und er sagt, Beschaffung von Nahrung und Bauen von Unterkünften. Und das sehe ich ganz genauso. Deswegen, ich könnte dir jetzt nochmal fragen, aber ich stimme direkt Kanzler Bodhi zu. Kanzler Declan dankt euch für eure Unterstützung und lässt euch ausrichten, dass er und die Bauern genug Äpfel geerntet haben, um den ersten Nahrungsbedarf eurer Siedlung zu decken. Also das ist jetzt offensichtlich meine Belohnung dafür, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Wir haben 250 Äpfel, die müssten hoffentlich jetzt da oben direkt mal auftauchen. Da sind sie. Baba, 250 Äpfel. Das ist gut, das hilft bei der Grundversorgung. Und bis der Apfelhain hier Nahrung ausspuckt, ist es ja noch eine Weile hin. So, der Brunnen hat jetzt nämlich keine Arbeitskraft, wie ihr seht. Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen ran. 0000, das ist alles nicht so gut. Steinbruch, wir haben bereits 93 Steine und 156 Baumstämme. Also finde ich, dass wir hier mal ein bisschen die Priorität auch absenken könnten. Und ich finde, wir sollten mal den Brunnen ein bisschen hochnehmen. Und vielleicht können wir ja auch sagen, dass am Brunnen reicht das vielleicht, wenn da einer arbeitet, oder? Dann haben wir das Vorratslager, da reicht, das können wir auch einen rausnehmen. Das ist das zweite Lager. Dann nehmen wir mal zwei raus und hier haben wir, guck mal, da ist niemand drin. Hallo, hallo, in dem Holzfäller. Das müssen wir ganz dringend ändern. So, da sind zwei drin, das ist okay. 1, 4, 2, 2, Steinbruch, Apfelhain und Lebensmittellager haben gar nichts. Das ist nicht so schlimm. Apfelhain kann warten. Wir haben ja gerade 250 Äpfel bekommen. Erstmal wollen wir sicherstellen, dass die Leute hier ihre Bedürfnisse gestillt bekommen. Und das haben wir geschafft. Vorratslager, Lebensmittellager, Brunnen, Feuerholz fehlt noch. Und Äpfel erfordert 20 Bauern zum Freischalten. Ja, nicht verfügbar. Wir haben natürlich Äpfel. Die müssten sie sich eigentlich über das Nahrungsmittellager... Aha, Lebensmittellager, da ist niemand drin, ne? Das ist natürlich Quatsch. Das heißt, da müssen wir mal einmal hochgehen. Da haben wir jetzt... Das ist ja Quatsch. Zwei, jetzt haben wir immer noch keine Arbeitslosen. Das ist gut. Ich finde, das reicht. So, jetzt müssten eigentlich alle Bedürfnisse gedeckt sein, bis auf Feuerholz. Ah, ich hoffe mal, dass mit den Äpfeln kommt gleich. Was ist hier gerade das Problem? Weiß ich gerade auch noch nicht, was das Problem ist. Irgendein Problem haben wir hier gerade. Ist auch noch nichts drin. Ist das die Straße? Nee. Ach, guck mal, da schleppen wir doch was an. Da. Nö, die machen da schon was. Also ich würde hier gern, ehrlich gesagt, einzelne Leute reinsetzen. Bauherren können wir eigentlich mal runtersetzen. Also wir sperren jetzt hier, zack, so wenn ich den Apfelhain nach oben setze, haben wir jetzt zwei Leute im Apfelhain. Und jetzt haben wir überall Leute drin. Das ist schon mal gut. So, ich glaube, fehlt hier ein Lager. Kann das sein, dass ich hier noch ein Lager machen muss? Vielleicht? Ich glaube, ich baue nochmal hier. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das nötig ist. Ich baue nochmal hier eins. Wo ist diese? Ach.
Was ist denn die Holzfällerhütte? Hatte ich nicht hier noch? Hatte ich nicht hier einen Holzfäller? Warte mal ganz kurz. Ach, man darf hier nur einen bauen. Stimmt, das war die Krux. Das hatte ich ganz vergessen. Man darf nur einen bauen. Und deswegen hat er den jetzt hier abgerissen. Haha. Ja, weil er den jetzt hier gebaut hat. Okay, da habe ich natürlich jetzt ein bisschen Quatsch gemacht. Er hat natürlich hier alles, was er braucht. Aber er hat dann hier gar nicht die nötigen Waren. Deswegen kriegen wir auch kein Brennholz hin. Okay, jetzt checke ich das. Nee, ich würde das dann nochmal umbauen wollen. Das ist natürlich jetzt von mir nicht besonders clever geregelt. Aber ich will den lieber hier oben haben. Ich hatte das vergessen. Guck mal, jetzt steht er da direkt. Da oben. Und jetzt ist er hier unten weg. Genau, man kann nur einen haben. Das ist wie bei Highlander. So. Da sind ganz viele Leute drin. Holz haben wir super viel. Und jetzt müsste aber eigentlich auch so langsam mal das hier vorangehen. So. Wir brauchen hier ein bisschen Holz. Und dann geht das auch. Okay. So, der Bau läuft. Das ist alles gut. Wir haben immer noch 20 Leute. Die sind alle untergebracht, also uns fehlt wirklich nur noch Feuerholz und dann sieht es besser aus. Wir können auch gucken, wer hier drin wohnt. Die haben teilweise wohnen hier alleine drin, aber da, also da sind noch Slots, die belegt werden können. Dafür müssen wir nur mehr Bedürfnisse. Aber das machen wir gleich mit der Ankunft des Feuerholzes. So, wird jetzt hier schon gebaut? Oh ja, schau mal, das sieht doch gut aus. Da reicht es aber, finde ich, wenn da einer drin arbeitet. Das müsste eigentlich reichen. Ist der obdachlos? Was bedeutet jetzt hier in dem Fall nochmal das? Oh, die ART. Das ist ja eine große Freude. Herzlich willkommen. Leute, Freunde von der ARD, wir spielen Thrive, Heavy Lies the Crown. Es ist ein wunderbares Aufbaustrategiespiel. Wie ihr seht, wir befinden uns hier auf einer Karte und da in der Region Nosvia haben wir unsere Zelte aufgeschlagen. Haben gerade angefangen, haben noch nicht so viel gemacht, sind noch relativ am Anfang. Und es ist eine schöne Geschichte dahinter. Es gibt Aufbau, es gibt später auch Eroberungen und bewaffnete Konflikte. Aber in erster Linie geht es natürlich auch um Wirtschaftskreisläufe, um das Bauen. Von Sachen, hier haben wir ganz viel Kategorien, Gebäude, die noch freigeschaltet werden, weil wir, wie gesagt, noch direkt am Anfang sind. Und das ist doch schon jetzt hier zum Abend so schön zum Ausklingen. Und was gab es bei euch Schönes? Wir haben in Stuttgart Comedians bewertet. Ach, war heute Comedy Clash? War heute Comedy Clash? Donny war auch dabei. Ja, weiß ich doch. Sehr gut. Die ARD kommt immer zweimal. Hey, doppelte ARD, schön, dass ihr da seid. Kommt ihr jetzt minütlich, finde ich gut. Schaufelt immer neue Leute rein. Heute war zweites Finale des Comedy Clash. Sehr gut. Ja, dann habt ihr jetzt hier natürlich etwas weniger zu lachen. Aber dafür könnt ihr euch hier so ein bisschen berieseln lassen. Oder euch das Spiel auch selber angucken. Ausrufezeichen Thrive im Chat. Führt euch zu diesem Titel auf Steam. Könnt ihr euch das selber mal angucken. Der wird morgen in die Early Access kommen. Ich habe schon so eine kleine Vorab-Version bekommen. Ich habe es damals schon als Demo gespielt. Vor, ich glaube, 8 Monaten war es. Und es hat schon Spaß gemacht. So, wir bauen direkt mal ein paar neue Häuser. Hier haben wir schon so eine Reihenhaussiedlung errichtet. Da wollen wir mal ein bisschen mehr Wohnraum noch anbieten. Und machen das mal. Ja. Muss ja nicht immer alles symmetrisch sein im Leben, ne? So, hier machen wir so einen kleinen Viererblock. Und da ziehen wir nochmal eine Straße rum. Dann haben wir da wieder ein bisschen mehr Wohnraum. Was ist hier los?
Der wohnt auch noch nirgendwo. Ja, die sind alle ein bisschen pinsig, die wollen nicht miteinander sein. Was ist mit dem Feuerholz? Was ist mit... Ah, jetzt hier, Produktion läuft, Feuerholz. Endlich läuft sie an. Da steht auch eins, okay. Sehr schön. Das hat uns noch gefehlt. Deswegen hatten die noch so unbefriedigte Bedürfnisse. Hier, Feuerholz. Ein am Tag. Können wir jetzt auch leisten. Die arbeiten hart. Boys und Janice. Boma. Hm. Und was später in diesem Titel auch noch kommt, sind so kleine random Events, wo man Entscheidungen treffen muss. Dann passiert irgendwas in der Welt und wir als Anführer müssen uns dann entscheiden und unsere Entscheidungen verfolgen oder begleiten, je nachdem, wie sie sich die ausspielen, dann durch das ganze Leben. Ne? Also da will dann irgendwer was und dann müssen wir gucken, ey, gehen wir in die eine oder in die andere Richtung. Wir haben grundsätzlich auch drei Berater, die für drei Ausrichtungen stehen. Der eine ist so ein geldgieriger Gnarz, der die ganze Zeit die Wirtschaft fördern will, Geld scheffeln möchte. Dann gibt es einen Offizier, dem ist natürlich die militärische Stärke sehr am Herzen gelegen. Und als drittes gibt es den Bürgermeister. Der möchte erstmal die Bedürfnisse der Leute in den Vordergrund stellen. Die sollen erstmal alle hier Nahrung bekommen und ein Dach über dem Kopf. Und da kann man sich entscheiden, in welche Richtung man gehen will. Wir brauchen mehr Feuerholz. Ich glaube, ich baue gleich hier noch einen zweiten Holzfäller. Das dauert mir hier zu lange. Das muss schneller gehen. Das muss schneller gehen. Ich glaube, ich baue direkt einen zweiten. Wo bist du? Holzfäller. Kostet auch alles Unterhalt, also wir müssen auch ein bisschen aufs Geld achten. Hier ganz oben links versteckt sehen wir gerade unsere Bilanz. 45 Gold Überschuss. Es ist grundsätzlich so, dass alle Gebäude Unterhalt kosten und Wohnhäuser Unterhalt generieren oder Geld generieren. Hier sehen wir auch so eine kleine Auflistung. Minus 35 Wartung für die Gebäude, minus 10 für das Militär und 90 kriegen wir Steuern sozusagen, Abgaben von den Bauern. Man kann die Bevölkerung dann auch aufwerten oder eine höherwertige Arbeiterschaft dann irgendwann hier auch willkommen heißen, die dann vermutlich mehr Steuern zahlen. Und wir sehen hier auch, yippie-yay, wir haben schon zwei neue Leute für uns begeistern können. Wir haben mit 20 Arbeitern angefangen, haben jetzt schon zwei dazu bekommen, weil die natürlich diesen Ruf vernehmen. Fast alle Bedürfnisse sind hier erfüllt, das finden die super und kommen dann und siedeln sich bei uns an. Frisch angesiedelt, siehst du, Verschmutzung niedrig, Steuerrate nur 10%, finden die auch ganz gut. Vollständig bestückt, ne, ist super. Die Äpfel, bin mir nicht ganz sicher, warum wir hier unsere Äpfel nicht in die Verteilung geben, ehrlich gesagt. Die sind doch da. Die müssten doch eigentlich... Oder kann das sein, dass... wie ist das mit dem Lebensmittellager? Warte mal, doch, da sind 250 Äpfel eingelagert. Müsste eigentlich doch... Ist noch nicht verfügbar. 20 Bauern zum Freischalten. Haben wir doch aber eigentlich. Naja. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben ja hier auch die Plantage schon. 111 Äpfel. Da muss mal was abgeholt werden. Vielleicht müssen wir noch ein zweites Lebensmittellager bauen. Damit das abtransportiert werden kann hier. Weil das Lager scheint mir voll zu sein. Ich glaube, wir machen das mal. Es könnte sein, dass das vonnöten ist. Wollen wir das hier so bauen? Muss ich das überschneiden? Passt das so? Ja, oder? Ich probiere das mal.
Ob das was hilft, wenn ich hier noch ein Lager baue. Ob die dann eher eingelagert werden. Vielleicht fehlt es uns auch einfach an Leuten, die das tragen. Es ist wieder Nacht. Können wir ein bisschen beschleunigen. Da kommt das Feuerholz, das ist super. Als nächstes können wir uns auch nochmal um Kleidung kümmern. So, jetzt haben wir nämlich hier zwei Leute, also zwei Häuser mit jeweils zwei Leuten, die da drin arbeiten. Und dementsprechend geht die Feuerholzproduktion auch sehr viel schneller vonstatten. Das ist sehr, sehr gut. So, jetzt können wir vielleicht hier nochmal einen, wo bist du? Hanf, eine Hanffarm errichten. Oh. Na, wie groß darf ich dich machen? Okay, das ist das Größte. Oh, dann machen wir das doch. So? Kann ich das nicht in der gleichen Ausrichtung machen, wie das Apfelfeld? So. Ja. So geht. Da wird jetzt Hanf produziert und mit Hanf können wir dann irgendwann Kleidung bekommen. Dazu brauchen wir aber einen Schneider. Und den haben wir noch nicht. Der ist hier. Dafür brauchen wir 40 Bauern. Ebenso für den Gärbottich. Mit dem Gärbottich können wir dann alkoholische Getränke herstellen. Aber dafür brauchen wir mehr. Wir haben erst 26. Das dauert jetzt eine kleine Weile. Ja, hier hängen wir. Ah, da sind wir jetzt. Okay, Feuerholz ist sehr schön. Ja, die meisten Bedürfnisse sind erfüllt. Wir sind hier bei 93% Zufriedenheit. Das ist gut. Hier sehen wir eine kleine Übersicht. Produktion, Handel, Bevölkerung, Finanzen. Holz, sehr gut. Stein ist okay. Apfel, ja, jetzt sind da nämlich 250, die wir geschenkt bekommen haben, plus das, was wir jetzt produzieren im Apfelhain. Also da geht es richtig los. Wasser ist cool. Hanf haben wir natürlich noch nicht. Feuerholz, okay. Und Klamotten. Und das ist hier der Apfelwein. Die produzieren wir noch nicht, aber das sind so die ersten wichtigen Sachen. Hier Bevölkerung. Oh, wir sind schon bei 30. Wir sehen, alles klar, es geht bergauf, auch wenn das sehr langsam geht am Anfang. Völkerwanderung, Abwanderung ist zum Glück noch nicht passiert. Also wir haben noch niemanden verloren. Derzeit sieht ja alles ganz gut aus. Hier sehen wir die Finanzen. Ja, da sehen wir noch gar nichts. Naja, wir haben hier oben links den Überblick. Ha! Guck mal hier, Luisa Puff hat sich ihrem Königreich angeschlossen. Das heißt, ja, wir sind jetzt bei 31, also fantastisch, es geht voran. Die Leute kommen, sie sind begeistert, tolle Lebensumstände hier. Und vielleicht sollten wir direkt nochmal nachlegen und frische Bauernhäuser bauen. Dass wir Platz für alle haben. Wollen wir nicht erst anfangen, tätig zu werden, wenn die Leute schon vor der Tür stehen. Hier sollten wir, glaube ich, so, bupp, genau, das sieht auch ganz gut aus. Dann kommt, oh, Event beginnen, Aussaat, ja, warte, das machen wir sofort. Entschuldigung. Einmal kurz die Häuser verbinden, so, Aussaat. Der Boden hier scheint ertragreich zu sein, doch die Bauern fragen sich, wie tief die fruchtbare Erde reicht. Ein schlechter Unterboden könnte die Produktion ergiebiger, verlässlicher Erzeugnisse behindern. Kanzler Declan sucht euch auf, um ihre Sorgen mit euch zu besprechen. So, jetzt ist es wahrscheinlich schon eine von diesen Entscheidungen, von denen ich gesprochen hatte. Eure Majestät, die Bauern sind beunruhigt. Sie befürchten, der Boden in diesem neuen Land könnte sich nicht für den Getreidebau eignen. Getreide anbauen. Ihr wisst, was ich meine. So, wir sagen ihm Kanzler Declan, auf unserer Reise durch Nysamor haben wir viele üppige Felder gesehen. Eine solche Vielfalt kann nicht auf verdorbener Erde wachsen. Und dennoch kämpfen unsere Bauern um jede Ähre. Vielleicht verfügen die Einheimischen über Wissen oder Fähigkeiten, die uns unbekannt sind. Wie groß kann der Unterschied schon sein? Andererseits bin ich kein Bauer und der Anbau von Getreide ist überlebenswichtig für uns. Wir können das Land studieren, aber das würde Zeit kosten. Oder wir finden einen Einheimischen, der mehr weiß.
So, jetzt haben wir wieder drei Entscheidungsoptionen. Entweder wir haben schon zu viel Zeit verloren, wollt ihr etwa vorschlagen, noch mehr davon für die Forschung zu verschwenden? Vielleicht wäre es ratsam, einen Bauern zu konsultieren, der mit den nysamorischen Böden vertraut ist. Glaubt ihr, das wäre möglich? Oder Erdes Erde, Kanzler, komm, Erdes Erde, glaubt ihr, unsere Bauern haben ihr Handwerk verletzt? Nee, ich bin auf jeden Fall geneigt, die Einheimischen zu konsultieren und uns Rat zu holen. Dafür bin ich mir nicht zu schade. Deswegen machen wir das. In der Tat, eure Hoheit, mit dem richtigen Kundschafter und dem richtigen Angebot ist dies durchaus möglich. Ich habe keine Zweifel daran, dass das Wissen der Einheimischen von unschätzbarem Wert für uns ist. Der Nutzen überwiegt alle potenziellen Risiken. Ja, alles klar. Und unser Wissensdurst wird uns zum Erfolg verhelfen. Ja, jetzt ist die endgültige Entscheidung. Und ich sage ja, wir machen das. Und da sollte jetzt auch niemand sich im Ego gekränkt fühlen. Ihr sendet einen Kundschafter nach einem erfahrenen Bauern aus der Umgebung aus. Im Austausch für sein Wissen und seine Fähigkeiten bietet ihr ihm und seiner Familie einen Wohnsitz und ein Stück Land in eurer Siedlung an. Ja, fantastisch. Ist doch eigentlich ein gutes Ergebnis. So, wir haben 42 Leute. Das bedeutet, wir haben etwas freigeschaltet. Drei Sachen nämlich. Den Gärbottich, das Holzlager. Da können wir dann Bretter machen und den Schneider. Der Schneider soll ja hier Hanfkleidung herstellen und der Gärbottich soll die... Ach so, das ist, da darf ich natürlich nicht. Soll die Äpfel weiterverarbeiten. Dann können wir... können wir hier hinsetzen? Ja, wir setzen die mal hier oben hin, oder? Hier wäre ein guter Platz. Oder so. Und das Hanfding. Ja, oder machen wir das Hanfding hier? Ja, wir können die auch hier bauen. Direkt an die Straße. Da kommst du hin. Und der Schneider. Ach, den kriege ich hier nicht rein. Ein Feld, siehst du? Ein einziges Feld. Ach. Dann machen wir den Schneider hier hin. Ist nicht schlimm. So. Und das Holzlager kommt. Ja, das gleiche Spielchen nochmal. Ist das Original ein? Na, es sind diesmal wieder ein paar mehr Felder. Aber der soll auch hier mit hin, wo die restliche Holzindustrie ist. Hier hätte ich das gerne reingepackt. Geht nicht. Dann machen wir hier. Hier ist ein sehr guter Ort. So. Hier hätte ich noch eine Straße freilassen können, oder? Warte, pass auf. Wir machen das anders. Nicht Schneider, Holzlager. Ich lasse hier den einen Weg frei. So, dann können wir, wer weiß, wohin wir uns noch ausdehnen. Dann ist das hier so eine kleine gerade Strecke. Hier, was ist das Problem? Ah, Wasser fehlt, glaube ich. Wir müssen hier nochmal einen Brunnen bauen. Ja, der braucht Wasser. Braucht der auch Wasser, der Schneider? Nö, aber der hat kein Lager, sehe ich das richtig? Ja, dann bauen wir das einfach direkt daneben. Kommt der da seinen Brunnen? Dem fehlt... Kann das sein, dass dem ein Lager fehlt? So, hier das Zeichen, oder? Nee, nicht ausreichend Ressourcen zum Erstellen eines Rezeptes. Ja klar, er hat natürlich keinen Hanf. Das heißt, hier können wir jetzt entscheiden, was er bauen soll. Hanfkleidung, Anführerrüstung oder Anführerumhang. Das dürfte genau unterschiedliche Sachen erfordern. Ja, wir haben erstmal nur Hanf. Hier sind sogar jetzt schon vier Leute drin, aber ohne Hanf kannst du ja nichts machen. Wie viele sind am Hanf? Ah, hier sind genug Leute im Hanffeld. Ja, das kriegen wir doch jetzt hier hin. Die ernten das, Produktion von Hanf. Aber das müsste wahrscheinlich doch Lager sein. Wir haben hier das Lager. Ja, da, guck mal, ja, hier sind zwei Lager. Und das liegt genau in der Mitte und
wird nicht abgedeckt. Ich nehme an, ich muss dann hier noch ein einfaches Vorratslager dazu bauen. So. Bup, 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 bup. Ja. So. Machen wir noch einen Weg dazwischen. Da könnte man noch einen Brunnen bauen, wenn man braucht. Oh, wie groß ist der? Hier ist vielleicht noch so ein Viererfeld. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas hinkriegen. So, wir können auch hier noch den zweiten Slot wieder freigeben. Wir haben ja bei einigen den Slot geschlossen, als wir nicht genug Leute hatten. Was ist das Problem? Ja, so, alles gut. Ziehen Sie doch bitte hier Ihr Wasser raus. Was ist hier? Doch, das sieht doch alles gut aus. Hier fehlen Leute. Warum? Ja, das war dann vielleicht ein Fehler, da wieder alle Leute reinzusetzen. Dann lass uns mal gucken. Lebensmittellager, wo können wir welche rausnehmen? Hier, finde ich. Warte, hier, da brauchen wir nicht. Das ist einfach nur ein kleines Lager, da reicht einer, finde ich. Das haben wir immer noch kein, wir haben 45 Leute, oh, die Zufriedenheit ist ja ins Unermessliche gestiegen, 123. Das ist ja unglaublich, gab es schon jemals so ein zufriedenes Lager? Ich glaube nicht. So. Ich brauche hier ein bisschen Platz. Aber da kann ich keine rausnehmen. Holzfäller ist wichtig. Wie sieht es aus mit Steinen? 228. Wir müssen irgendwo müssen wir hier vielleicht beim Hanffeld. 120 Hanf. Ich finde, hier können wir. Reicht es, wenn da drei drin sind? Hier können wir. Aha, Äpfel müssen wir auf Sicht auch verbessern. Jetzt können wir nämlich hier. Was ist da los? Wir müssen noch mal gucken. Ich muss das hier ein bisschen Priorität erhöhen. Ich brauche, glaube ich, nicht beim Schneider vier Leute. So, und dann Holzlager. Nehmen wir noch wieder einen raus. Noch einen raus. Jetzt haben wir einen Schneider. Hat der Schneider denn überhaupt schon Hanf und alles? Ja, er macht Hanfkleidung. Das ist super. So, wo haben wir denn hier noch, Leute? Steinbruchlager. Kann ich leider nicht mit Klick ansteuern. Machen wir so. Wir haben jetzt... Okay, Stein. Ich mache mal jetzt nur vier da rein. Jetzt haben wir beim Schneider dafür mehr Leute. Und dann ist irgendwann dieses Bedürfnis nach Klamotten auch schon gestillt. So, hier, die haben Äpfel, die haben Feuerholz. Denen geht's gut. Das ist fantastisch. Alles ist toll. Dann bauen wir jetzt noch ein paar Häuser. Und zwar einfache Bauernhäuser. Später werden da ja so Arbeiterhütten noch sein. Bup. Bup. Da lassen wir die Straße. Und bup. Bup. Hier machen wir so. Bup, bup. Bup. Okay. Wächst und gedeiht unsere kleine Stadt hier. Das kommt dann. Na. So. Wie sieht das aus? Wohnen überall Leute? Ja. Oh, der ist arbeitslos. Haben wir wieder... Ja, jetzt haben wir sogar zwei Arbeitslose. Das ist natürlich gar nicht nötig. Oh, haben wir irgendwo Slots geschlossen? Beim Holzlager haben wir Slots geschlossen. Die können wir jetzt wieder aufmachen, weil wir jetzt Arbeitslose haben. Hier.
So, jetzt machen wir die wieder auf. Jetzt haben wir nur noch zwei Arbeitslose, weil eben waren es ja vier. Wo habe ich noch Slots geschlossen? Ist hier leider wird das nicht angezeigt. Vielleicht wird das später noch implementiert. Wo ich Slots geschlossen habe. Oh, was ist mit euch los? Den fehlt... Oh, die haben hier keinen Brunnen? Wieso? Oh, das ist ja eine knappe Kiste hier. Ärgerlich. Keinen Zugang zu Wasser. Naja, dann müssen wir das wohl nochmal ändern. Kostet auch wieder Arbeitskraft. Dann machen wir das so. Bob. Zack, da ist der Brunnen. Okay. Das glaube ich das Einzige, was euch stört, ne? Brunnen, Feuerholz und Äpfel, die werdet ihr schon noch bekommen. Äpfel haben wir nur noch 8. Das heißt, ich muss hier mal dringend diese Slots aufmachen. An meine Apfelfarm. Oh, hier, Leute, wir haben wieder 60 Leute. Übrigens soll man häufig speichern. Ich weiß gar nicht, ist es Quicksave vielleicht F5? Ich mache mal erstmal normalen Alter. Also, ich weiß nicht, ob man hier mit F5 safen kann. Falls mal was schief läuft, manchmal. Es gibt ja manchmal so Momente in solchen Aufbauspielen, wenn man zum Beispiel die Nahrungsindustrie verkackt hat und dann kommt man nicht wieder ins Spiel zurück, weil dann die Leute wegsterben. Rising Bull! Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich habe ein großartiges Spiel für euch. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich täusche mich ja relativ selten, dann seid ihr das letzte Mal vor 8 Monaten, als ich dieses Spiel gespielt habe, auch von WB hier rüber geradet. Wir spielen Thrive Heavy Lies the Crown, welches morgen Early Access erscheint auf Steam und das gab es ja damals in einer Demo-Version und die hat mir gut gefallen und das zocken wir jetzt nochmal zusammen und ich freue mich sehr, dass ihr da seid, weil ich natürlich weiß, dass das auch genau das Richtige ist für euch. So, das machen wir zusammen. Was habt ihr verpasst? Noch nicht so schrecklich viel. Das hier ist die Weltkarte, da gibt es verschiedene Regionen. Die kann man sich zu Spielbeginn aussuchen. Wir haben uns Nosvia erwählt. Einfach, weil ich das hier schön fand am Meer, aber auch am Fluss. Das habe ich mir romantisch vorgestellt. In der Realität sehen wir davon nichts, aber wir wissen, wir könnten, wenn wir wollten. Wir sind angereist mit so einer kleinen Karawane, haben die Waren und die 20 mitgebrachten Bauern ausgeladen und uns daran gemacht, ein neues Dorf zu errichten. Wir bauen Häuser, Holzfäller, wir bauen Plantagen und wir haben zwischendurch immer mal wieder so random Events, wo wir uns entscheiden müssen, in welche Richtung wir die Geschichte weitertreiben wollen. Hier brauchen wir dringend jemanden, der da arbeitet. Wie sieht das hier aus? Müsste doch eigentlich passen. Genau, und später wird es Kämpfe geben, wir können neue Regionen erobern. Und wir müssen natürlich, wie es sich gehört in solchen Spielen, dafür sorgen, dass die Bedürfnisse unserer Einwohnerinnen und Einwohner gestillt sind. Hier sieht es jetzt ein bisschen schlecht aus. Das liegt daran, dass diese Häuser ganz neu sind. Die wurden noch nicht richtig beliefert. Hier sieht es deutlich besser aus. Alles ist im grünen Bereich. Wir haben hier unsere Grundbedürfnisse und die Luxusgüter. Selbst Hanfkleidung und Apfelwein wird hier schon ausgeschenkt in reichhaltigen Mengen. Das macht die Leute glücklich. Muss man aufpassen, dass man hier auch alles im Einzugsgebiet hat, was die Leute wollen. Ah, der Brunnen ist jetzt fertig. Was meckert er denn hier rum? Fehlt ihm da irgendwas? Der Pfad oder was? Ist doch an der Straße. Was ist denn hier eigentlich los? Da ist der Eingang. Ich glaube, der hatte den Eingang. Da. Da war noch kein Stück Straße. Kann das sein? Dass das hier sein Problem war? Diese Waren werden erst in Kürze kommen. Wie gesagt, er ist ganz neu. Das Haus ist ganz neu. Betrunkene beschweren sich weniger. Ja, das stimmt natürlich. Da, bei dieser Analyse gehe ich zu 100% mit. So, hier wird einmal abgerechnet. Für jeden Tag müssen wir Nahrung und andere Verbrauchsgüter einmal abziehen.
Wir müssen Gelder für unsere Betriebe zahlen und wir kriegen von unseren Einwohnern Gold. Hier oben sehen wir die Bilanz, das hatte ich vorhin schon mal gezeigt. Die war da noch ein bisschen spärlicher. Wir kriegen derzeit offensichtlich, ja, jetzt werden es wieder weniger, aber eben waren wir bei über 400. Das heißt, das ist viel. Wir haben, bei 1000 ist gecapped oder was? Das ist ja voll die Verschwendung. Wir bekommen halt Steuern durch unsere Bauern. 487, 120 Gold geht für Wartung drauf und 10 für unser Militär, was derzeit sehr kläglich ist. Und solange wir da im Plus sind, ist alles gut. Wie gesagt, die Einwohner bringen uns das Geld und die Betriebsstätten nehmen es uns wieder. Da müssen wir einfach gucken, dass wir genug steuerzahlende Menschen bei uns haben. Jetzt ist wieder eine stockfinstere Nacht. Machen wir mal ein bisschen schneller, so jetzt wird es wieder Tag. Was ist hier das Problem? Ist das Lager voll? Ja, alles gut. Ich glaube, wir brauchen... Was ist denn sein Problem jetzt schon wieder? Er hat keine Waren. Er hat keine Waren. Das ist natürlich blöd. Ich würde mir wünschen, dass er die Waren hätte. Hat er aber nicht. So. Die Slots können wir mal wieder aufmachen. Wir haben einen richtigen Bevölkerungssprung gemacht. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt auch wieder gucken, dass wir mehr produzieren. Wir haben jetzt hier 0 Handkleidung auf Lager. Das heißt, wir müssen da direkt mal ein zweites Hanffeld bauen, nehme ich mal an. Das ist hier eine zweite Hanffarm. Da haben wir den Schneider. Wenn wir jetzt einfach das gleiche nochmal machen. Oh, ein Event beginnt. Trautesheim. Wir müssen wieder Entscheidung treffen. Die ehemaligen Bewohner Aldamors haben gute Arbeit beim Aufbau der neuen Siedlung geleistet. Doch der Bedarf an Arbeitskräften in eurem jungen Königreich wächst. Ihr müsst abwägen, wie viel Komfort ihr eurem Volk angesichts der knappen Vorräte und dem Arbeitskräftemangel zugestehen wollt. Wir sollten uns in Selbstdisziplin üben. Unser Volk hat viel gelitten und hart gearbeitet, doch wir müssen all unsere Kraft auf unser Wachstum verwenden. Luxus können wir uns nicht leisten. Oder wir dürfen in dieser frühen Wachstumsphase keine wertvollen Ressourcen verschwenden. Unsere Bürger müssen sich ihre Häuser mit den Neuankömmlingen teilen. Oder der Kanzler und einige Bauern könnten eine Lösung dafür finden, wenn ihr bereit seid, ihrem Instinkt zu vertrauen. Ja, das ist die Frage. Sind wir das? Ich finde, ja, wir haben gerade überhaupt gar keine Nahrung tatsächlich übrig. Häuser teilen führt zu Unzufriedenheit. Was haben sie denn, was haben denn die Leute? Ich frage mal, was die Leute sagen. Ein paar umherziehende Bauern haben ein verlassenes Holzverlager entdeckt, wodurch ihr mehr Bauernhäuser errichten könnt, ohne eure Vorräte drastisch zu schröpfen. Ja, dankeschön. Ja, das hat sich doch absolut gelohnt, da einmal auf die Einwohner zu hören. Finde ich gut. So. Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal, nachdem wir das zweite Handfeld errichtet haben, ein weiteres Apfelfeld hier errichten. Wir können das, glaube ich, nicht um die Ecke bauen. So, ne? Das geht leider nicht. Stattdessen bauen wir das... Ja, wir können das auch kleiner machen. So geht auch. Ja, machen wir das so. Ein weiteres Apfelfeld. Apfelfeld, also ein Hain ist das ja, ein Apfelhain. Wir haben sehr viele Arbeitslose, also das ist gar kein Problem. Vielleicht bauen wir sogar direkt einen dritten noch dazu. Weil wir brauchen ja Nahrung und Alkohol. Was ist hier das Problem? Die Äpfel sind das Problem, glaube ich. Und das wird natürlich eh alles weggehen irgendwann. Und solange wir Arbeitslose haben, ist das auch gar kein Problem. Warte, das geht nicht. Das ginge. Ja.
Das ist jetzt etwas kleiner. Und dann können wir hier mal eine Straße bauen. So. So. So, dann ist das hier verbunden. Das ist unsere Apfelplantage. Was haben wir hier Neues? Händlerhütte. Ah ja. Unsere Händlerhütte. Das ist, finde ich, etwas sehr erstrebenswertes. Händler können auch vielleicht auch in die Nähe unserer Leute. Die können ruhig sehen, wie wir wohnen. Da kommt die Händlerhütte hin. Was haben wir noch Neues? Das haben wir schon gebaut. Ah ja, guck mal, jetzt können wir hier auch irgendwann einen Wall bauen. Holzzaun. Schützt alle Bürger, die hinter der Anlage wohnen. Ich glaube, das wird dann auch nochmal interessant. Ist aber teuer. Kostet 10 Gold. Aber das finde ich ganz geil. Aber ich glaube, ich hätte das früher planen müssen. Wie ist das denn mit dem Holzzaun? Kann ich den Zaun auf dem... auf der Straße bauen? Nee. Ah, schade. Dann müsste ich jetzt hier was abreißen. Ah, das hätte ich natürlich vorher... hätte ich hier schön so einen kleinen Teil, die sich da hinter die Mauern beim Angriff zurückziehen können. Aber vielleicht später. Vielleicht machen wir das später. Noch irgendwas Neues? Kochhütte, Handwerker, Taverne und ein Arbeiterhaus. So, jetzt kommen wir hier zur neuen Kategorie, das Arbeiterhaus. Wir können eine Taverne bauen. Die sollte vermutlich dann im Arbeiterbereich sein. Ich überlege, ob wir vielleicht hier... Das hier ist die Begrenzung zwischen Arbeiter und Bauern. Deswegen können wir... Oh ja, das ist das. Taverne, Arbeiterhaus. Die brauchen, glaube ich, keine Taverne hier. Die brauchen das nicht. Dann lass uns doch mal Arbeiterhäuser anstreben. Wie sieht das denn aus mit der Holzproduktion? Wir haben 76 Bretter. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Oh. Ja, da können wir ruhig mal einen Slot hier noch öffnen. Holz haben wir genug. Das heißt, ich könnte noch ein zweites Holzlager auch erstmal bauen, denn jetzt brauchen wir viele von diesen Brettern. Und wo bist du nochmal? Nee, warte. Holzlager, das ist es. Da könnten wir jetzt ein zweites Holzlager einfach hier an die Straße setzen. Und dann geht das alles ein bisschen schneller. Wir haben ja genug Leute und wir haben auch genug Geld, um uns das leisten zu können. Brennen, Feuerholz, ja, finde ich, könnten wir tatsächlich auch nochmal sogar eine dritte Feuerholzhütte bauen, weil ich glaube, das brauchen alle. Und da sollten wir schon mal ein bisschen Vorgriff leisten. Weil es wird ja nicht weniger, das Bedürfnis danach. Das wäre dann hier, den kriege ich hier direkt daneben. So, dann haben wir drei davon. Was ist hier dein Problem? Es fehlt dir Äpfel, ne? Ja, wir haben zu wenig Äpfel. Wir haben zu wenig Äpfel. Wir müssen noch einen Apfel, noch eine Apfelplantage bauen. Ah, da kommen jetzt ein paar rein. Ah, guck mal hier, da werden welche angeliefert jetzt. Aber sind genauso schnell wieder weg. Also wir bauen hier noch einen Apfelhain. Das bringt ja so alles überhaupt nichts. Das ist das Einzugsgebiet unseres Nahrungsmittellagers. Ich hoffe mal, wenn ich jetzt hier baue, dass das alles noch drin ist. So.
Noch mehr Äpfel. So, hier wird jetzt auch gebaut. Sehr schön. Also wir kriegen jetzt mehr Bretter. Oh. Ah, guck. Wir haben hier keine Rohsteine mehr. Heißt, wir ziehen jetzt um mit unserem Steinesammler und setzen den mal woanders hin. Aber flugs, sonst gehen uns hier ganz schnell die Steine aus. Wir haben zwar noch 311, aber wir müssen schnell handeln. Warte, wo war jetzt mein... Wo warst du denn gleich? Warte mal. Da! So, wir können erstmal einen hier hinsetzen, der haut dann erstmal alles ab, was hier in der Nähe ist. Warum eigentlich nicht? Hat er gemacht? Nö, hat er nicht gemacht. Hallo? So, komm. Ja. Reicht, glaube ich. Ich glaube, der braucht gar keine Straßenverbindung im Gegensatz zu anderen, aber so kriegst du auch eine. So, die hacken das jetzt hier ab und dann setzen wir den irgendwann um, wenn wir genug Steine haben. Oh, was ist mit euch los? Was ist das Problem? Ah, okay. Den fehlt's an Äpfeln. Da haben wir jetzt ja aber schon so ein bisschen Vorsorge getroffen. Und ich denke, ich baue jetzt hier noch einen Apfelhain. Kann nicht genug Äpfel haben. Ah, was hier da ist. So. Da gibt es auch nochmal Äpfel. Bob. Bob. Okay. 26 arbeitslose Bauern noch. Kommen wir mit der Produktion hinterher. Wir brauchen mehr Äpfel. Da ist natürlich noch nicht Erntezeit, aber... So, jetzt haben wir ein bisschen was. Was ist mit Hanf? Ich glaube, wir brauchen auch mehr Hanf. Wird denn hier überhaupt wird 30, 5, wird das abgeholt oder ist das zu weit weg? Brauche ich hier vielleicht ein neues, was ist das Einzugsgebiet? Brauche ich hier Lebensmittellager? Ne, da wird gar kein Hanf gelagert. Wird das hier gelagert? Ja, hier wird Hanf gelagert. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich hier noch ein weiteres Lager bauen muss. Vielleicht auch wegen der Steine. Ich mache das einfach. Wir machen erstmal noch ein... Obwohl da 194 Hanf. Was ist denn euer Problem? Ihr kommt nicht hinterher, ne? Wir brauchen noch einen weiteren Schneider. Seht ihr, so schnell sind die Arbeitsplätze dann weg. So, machen wir noch einen Schneider. Und dann machen wir noch einen Hanf. Obwohl, Hanf, wir haben viel Hanf. Das ist, glaube ich, gar nicht die Menge. Das ist eher so die Schneider, die fehlen. So, und jetzt wollten wir uns mal um die Arbeiter kümmern. Guck mal, was fehlt ihnen? Das ist, ja, Apfelwein und Hanfkleidung. Oh, Akt 1, Eventbeginn. Das Flüstern des Velkrim. Sir Hayward wendet sich mit einem beunruhigenden Bericht an euch. Im Haus eines Bauern wurden die ausgeweideten Kadaver von drei Tieren gefunden, die einen notdürftig errichteten Altar zierten. Der Geruch von Fäulnis und Weihrauch lag in der Luft und seltsame Blutspuren an den Wänden wiesen darauf hin, dass hier ein Ritual stattgefunden hatte. Gemeinsam mit Hayward versucht ihr, euch den Vorfall zu erklären. Sprecht offen, Ozean, was haltet ihr von dieser Sache? So etwas habe ich noch nie gesehen. Wer auch immer dieses Ritual durchgeführt hat, muss von hier stammen. An den Wänden des Wohnraums befanden sich ungewöhnliche Symbole, die um den Altar herum angeordnet waren. Auf dem Altar lagen die Überreste von drei Tieren, denen die Herzen herausgerissen worden waren. Von den Herzen fehlte jedoch jede Spur. Um die Kadaver herum lagen Kristalle, wie sie überall in dieser Provinz zu finden sind. Interessant, ich würde gerne mehr darüber erfahren. Was können die seltsamen Symbole an den Wänden bedeuten? Diese seltsamen Kristalle, ihr sagt, sie kommen nur hier in dieser Moor vor. Ja. Fragen wir nach den Kristallen.
Ja, auf den Feldern und Wiesen dieses Landes haben wir reichlich Vorkommen entdeckt. Sie sind überall in Nysamor zu finden. In Aldamor habe ich diese Kristalle jedoch noch nie gesehen. Meint ihr, die magentafarbenen Kristalle die Verwirrung und Benommenheit hervorrufen, wenn man sich ihnen nähert? Eben jene meine ich. In ihrem Inneren sah ich eine Art Wirbel. Er erinnerte mich an diesen unsäbligen Nebel, an jenem schicksalhaften Tag. Vielleicht sollte sich der Kanzler damit befassen. Wenn jemand mehr darüber erfahren kann, dann er. So, das können wir hier auch nochmal fragen. Die Symbole sind ihm unbekannt. Eine Mischung aus Blut und Schlamm. Vielleicht sollten sie Bilder darstellen oder auch Worte. Ein Mysterium, zweifellos. Was ist mit den Herzen? Sie könnten der Schlüssel zu diesem Ritual gewesen sein, doch bevor wir die Schuldigen ausmachen würden, können wir es nicht mit Sicherheit sagen. Welchen Tieren genau wurden die Herzen herausgerissen? Ein Luchs, ein Schakal und einer Kreuzotter. Ja, sonderbare Kombination. Alles klar, dann hab Dank. Gute Arbeit. Wir haben offenbar noch viel über Nysamor und seine recht aufdringlichen Bräuche zu lernen. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass wir dieses neue Land und seine Tradition besser verstehen. Ja, finde ich auch. Da stimme ich voll zu. Wir sollten mehr über das Symbol herausfinden. Welches Ritual verlangt nach Herzen? Diese Kristalle können einiges wert sein oder eine neue Bedrohung darstellen. Ja, ich finde tatsächlich, wir fangen mit den Kristallen an, weil wenn die irgendeinen Einfluss auf uns haben, die sind ja dauerhaft da. Das Ritual ist fürs erste Jahr beendet. Sir Hayward befragt die Einheimischen zu den Kristallen. Sie sprechen mit großer Verehrung von ihnen. Die Kristalle seien vom Schleier geküsst und zu großem fähig, doch sie würden ihnen auch Gefahren innewohnen. Auf weitere Nachfragen hin schwiegen sie. Na gut. Die werden uns sicherlich nochmal begegnen hier. Oh, es brennt. Lichterloh. Das macht die Bürger gar nicht froh. Aber wir haben doch hier Brunnen ohne Ende in der Nähe. Da sind zwei Brunnen. Besser geht's ja kaum. Da kann man ja als Feuerwehr auch mal ein bisschen üben und Erfahrung sammeln. Hallo, können wir hier mal auch löschen, bitte? Hurtig, hurtig. Angerannt kommt der Herr mit dem Strohhut und der Brand wird alsbald gelöscht sein. Aber es ist noch nicht zu Ende. Ihr müsst noch weiterarbeiten. Klappt zum Glück. So, jetzt haben wir Äpfel, ein bisschen Hanf. Hanf. Oh, Hanf ist schon wieder weg. Okay, ich muss doch noch ein Handfeld bauen. Ein weiteres Handfeld. So. Die drei Handfelder. Ich hoffe mal, die sind hier. Passt das? Muss ich da noch ein Lager bauen? Ja, das wird schon irgendwie passen. Äpfel 128, das sieht sehr gut aus. Ja. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht hier Mangelware haben von irgendwas. So, Bier und so wird auch später noch Thema sein. Wir können uns jetzt ja mal den Arbeitern widmen. Dazu können wir erstmal Arbeiterhäuser bauen. Und die würde ich sagen, machen wir erstmal so vielleicht. Was ist los? Was fehlt mir? So. Und hier lassen wir, zack, machen wir das einmal genauso. Und einen kleinen Weg dazwischen. Und hier auch. Ey, was ist das? Sofort entfernen. So. So. Und so. Das muss erstmal reichen. Oh, das geht ja schnell. Die ersten Arbeiter können sich dann hier ansiedeln und uns noch reicher machen. Aber wir haben noch gar keine. Ey, was ist denn das hier schon wieder los? Ja. Feuerholz. Ich habe doch extra, wir haben sehr viel Feuerholz. Wir haben auch genug Äpfel. Ihr müsst euch die dann einfach selber holen. Das ist nicht meine Schuld.
Hört auf, so unzufrieden zu sein. Alles ist gut. Mega, mega Leute. Und dann brauchen wir eine Taverne. Was hat der für eine Reichweite? Und die Taverne hat eine gute Reichweite. Könnten wir sogar noch... Nein, das ist schon okay. Die bauen wir direkt da so rein. Genau in die Mitte. Vielleicht dürfen sich dann auch einige von den Bauern mal in die Taverne verirren. Oh, wir brauchen Seile. Ein Seilmacher brauchen wir. Eine Flachsmühle. Flachs zu Flachsöl. Flachsöl brauchen wir. Das haben wir gemacht. Handwerker. Stellt Ressourcen wie Seil oder Möbel her. Ja. Müssen die da eigentlich immer hinlaufen dann, wenn die... Wie ist denn das eigentlich? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Müssen die da hinlaufen? Nö, ne? Die sind schon dauerhaft im Einsatz, oder? Ich glaube, dass das egal ist. Es gibt ja so zwei Optionen. Das eine ist, die Leute müssen ihr Wohnhaus in der Nähe ihrer Betriebsstätte haben. Sonst sind die quasi den ganzen Tag nur mit Laufen beschäftigt und können gar nicht arbeiten. Und das andere ist, es ist völlig egal, wo die Betriebsstätte ist im Verhältnis zum Wohnhaus. Also es ist wichtig zu wissen, weil das unterschiedliches Bauen einfach als Konsequenz hat, logischerweise. Aber ich würde eigentlich gerne diese ganzen Handwerkssachen und so alle hier oben machen, weg von den Häusern. Könnte es vielleicht sogar hier noch machen. Was braucht er denn eigentlich als Handwerker? Ressourcenkosten. Ich weiß nicht genau, was der benötigt. Was bringen die Arbeiter am Lager? Sind das die Träger? Ja, da gehe ich von aus. Da gehe ich mal von aus. So, wo packe ich euch hin? Oh, ich habe hier so eine fiese Mücke gerade, die mich komplett terrorisiert. Was ist da eigentlich mit der los? Geh sofort weg. Ihr seht das nicht, ihr denkt, ich bin verrückt, aber die säuselt die ganze Zeit um mich rum. Das ist eine wahnsinnige, hungrige, verzweifelte Person. So, war ich stehen geblieben. Genau, ich wollte jetzt endlich das Ding bauen. Ich baue das. Ah, hier sind die. Vielleicht baue ich das einfach hier. Kriege ich das da so rein? Nö, da kann ich nicht mehr einparken. Wieso eigentlich nicht? Ah ja, wegen des Weges da. Nö, das geht nicht. Das passt da nicht rein. Wir machen mal hier noch so ein kleines Arbeitergebiet. Aber ich glaube, vielleicht brauche ich noch einen dritten Schneider. Ich glaube fast, ich brauche noch einen Schneider. Wir gehen hier hin. So. Hier lassen wir Platz, falls da noch ein Schneider hinkommt. Ich habe nämlich das Gefühl, da kann noch ein bisschen was passieren. Oh nein, oh nein. Was fehlt euch denn? Taverne und Feuerholz. Ja, meine Freunde, das ist doch nicht meine Schuld. Ich werde jetzt mal erstmal 10 Bauherren einsetzen, weil ja, sonst haben die ja gar nichts zu tun. Äpfel, oh, Baumstämme sind richtig voll. Ich kann ja auch was handeln übrigens. Ne? Ich habe doch jetzt, wo ist eigentlich mein Handelshaus? Ist hier. Handelsangebote. Ich habe 900 Holz. Aber ich habe auch sehr viel Geld. Baumstämme. Ja, ich meine, wir brauchen jetzt nichts dringend. Ich kann alles selber bauen. Ich will noch nicht handeln. Wir lassen den erstmal noch in Ruhe. Wir kümmern uns selbst um unsere Probleme. Was ist denn mit der Taverne? Wir haben doch eigentlich alles.
Bitte bauen Sie sofort die Taverne. Wie kann das sein? Sie müssen sofort... sofort diese Taverne errichten. Das gibt's doch gar nicht. Wieso fühlt sich da niemand für zuständig? Die Leute brauchen ihre Taverne. Muss ich das vielleicht in... Nee. Ist eigentlich alles gut soweit. Der Handwerker wird auch noch nicht gebaut. Warum sind da keine Baumeister für... zuständig? Was ist euer Problem? Die Herren. Vielleicht muss ich das hier machen? Nö, das ist doch egal. Habe ich nicht genug Häuser? Was heißt das? Hauen die wieder ab? Packen die ihre Koffer? Ich glaube, ich muss noch ein paar neue Hütten bauen hier. Ein paar Bauernhütten. So. Das wird ja kein Gedränge geben. So, auch die Bauern haben ein Anrecht auf umfangreichen Wohnraum. Dann können wir hier noch was bauen. Wie sind so die Reichweiten? Oh ja, das wird hier langsam knapp. Da müsste ich eventuell noch ein weiteres Vorratslager bauen. Wie sieht's hier aus? Oh, voll. Nicht belegt, nicht belegt. Ja, das ist ja erstmal was Gutes. Wenn hier nicht so ein Gedränge ist. Aber das wird wahrscheinlich demnächst belegt werden. So, Freunde, euch fehlt die Taverne. Warum wird sie nicht gebaut? Da wird sie jetzt gebaut. Guck, da wird die Taverne gebaut. Na endlich. Das wurde aber auch Zeit. Die Leute sind schon am Verdursten. Mal ein bisschen schneller hier. Sieht schön aus, oder? Wie das gebaut wird. Die gucken jetzt zu. Mit ihren miesepetrigen Gesichtern. Wie ihr neues zweites Zuhause hier errichtet wird. Seien wir doch ehrlich. Die werden sich doch da Tag ein, Tag aus den Frust von der Seele saufen. So, fertig. Und tada. Ah ne, noch die letzten Möbelfässer. Oh, sehr detailliert, oder? Sehr detailreich. Der Tisch wird gedeckt. Oh, das ist schön. Guck mal. Der Tisch gedeckt wird und alles hier. Zack, 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 zack. Und da sitzen sie. Hallo, herzlich willkommen. Oh, das sieht schön aus der Perspektive. Ja, herzlich willkommen. Jetzt schlagartig sind sie nicht mehr unhappy. Was ist mit dir los? Dir fehlt... Was? Brunnen? Der hat keinen Zugang zu frischem Wasser. Oh Gott. Ja, das ist natürlich schwierig. Das verstehe ich. Ihr wollt alle frisches Wasser haben. Da will ich euch nicht schuldig bleiben. Machen wir das doch nicht. Dann muss ich ein bisschen nach oben noch. Ja. Machen wir so. Okay. Ja, da wäre ich auch sauer, wenn ich kein Wasser hätte. Ansonsten sieht's gut aus. Der Rest ist happy. Was können wir denn noch für die arbeitende Bevölkerung tun? Die Flachsmühle. Da müssen wir aber erstmal Flachs wieder anbauen. Und die Kochhütte. Ah, dafür brauchen wir mehr Seile. Und das ist hier die Seilmacherei. Dazu fehlt uns... Ist das Hanf? What's the problem? Oh, das... Okay. Ich glaube, hier fehlt noch ein Lager. Ich glaube, ich muss noch ein weiteres Lager errichten.
bist du denn, mein Lager? Ich glaube, ich muss noch ein Lager bauen. Vielleicht auch hier. So. Bin mir nicht ganz sicher. Das andere da unten. Ich mache lieber so. Okay. Brauchen Sie dieses Lager? Oh, hier sind schon alle stinkig. Was ist euer Problem? Feuerholz und Äpfel. Boah. Ja, das ist einfach, je mehr Leute kommen, desto mehr muss man hier auch machen. Feuerholz ist für alle wichtig. Da arbeiten auch so wenige Leute drin, leider. So. Machen wir weiter. Der hat noch genug Holz da. Bretter, wie sieht's aus mit Brettern? 43, auch nicht endlos. Apfelwein. Da müssen wir einen zweiten Kompost. Wie heißen die Dinger? Gärbottich bauen. Ich glaube, die kommen auch nicht hinterher. Gibt es eigentlich eine Kopierfunktion? Nee, ne? Das finde ich auch mal sehr gut. Wenn man die Häuser direkt kopieren kann, dann muss man sie nämlich im Zweifel gar nicht suchen. Ich meine, der Gärbottich war hier irgendwo. Oder auch nicht, dann war es ein weiter. Holzlager, wo ist der Gärbottich? Hallo? Oh, guck mal, Schweinhof und Stall ist neu. Das müssen wir auch bauen. Wo ist der Gärbottich? Hallo? Ah, da, Gärbottich, da ist er doch. Peter Gärbottich. Wo baue ich dich hin, Peter? Peter, Peter, Peter. Wie wär's? Was ist dein Einzugsgebiet hier, dieses Nahrungslager? Jo, das ist auch nicht mehr so. Ich glaube, da müssen wir noch ein weiteres Nahrungslager bauen. Befürchte ich. Dann machen wir das doch. Ein weiteres Nahrungslager. Lebensmittellager. Ich weiß nicht, ob das im Einzugsgebiet noch ist. So. Ging auch. So ist er drin. Ja, aber die Überschneidung ist... Also hier wäre ein bisschen riskant, aber es geht, glaube ich, gerade noch. Komm, wir bauen das da. Dann reißen wir hier diese komische Wegstrecke ab, die mir da im Weg ist. Bauen ein Lebensmittellager hier hin. So ist doch prima. Müsste reichen, oder? So. Reicht, reicht. Wir wollen keinen Platz verschwenden. Auch nicht für sowas Wichtiges wie den Gärbottich. Der jetzt hoffentlich angeliefert wird, beliefert wird. Oh, die Steine gehen uns hier aus. Da müssen wir in Kürze auch uns anderweitig umschauen. So, wie sieht das aus mit Hanf? 128 Hanf ist noch okay. Hier, der hat seinen Brunnen bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Keine Zickereien mehr. 78 ist die Zufriedenheit. Geld haben wir auch genug. Wir können, guck mal, wir können jetzt sogar Sachen kaufen gerade, weil wir haben so viel Geld. Dann lass uns doch mal hier, kann ich Waffen kaufen? Das sind, aber verkaufe ich die oder kaufe ich die? Ich will ja eigentlich würde ich ja gerne Waffen kaufen oder so. Was brauche ich denn? So viel Geld. Ich könnte die Steuern vielleicht senken. Dann sind die zufrieden. Warte mal ganz kurz. Ich will mal die Steuern senken. Hier Ackerbau.
Führen Sie ein Edikt ein, indem Sie das Kästchen nehmen. Ja, für jeden Tag, an dem es aktiv bleibt, wird Ihnen die Wartungsgebühr berechnet und Sie können so viele Edikte ausgeben, wie Sie sich leisten können. So, Ackerbau. Eure Bauern achten darauf, die Felder abwechselnd zu bewirtschaften, um die Auswirkungen auf den Boden einzudämmen. Die Ressourcen wachsen langsamer, aber es sind weniger Bauern erforderlich. 20% Ertragseinbußen auf den Feldern der Bauernhöfe, wofür allerdings 2 Bauern weniger auf den Feldern arbeiten müssen. Nee, das ist jetzt nicht das, was ich mir gerade vorgestellt habe. Das ist, den Erlass brauche ich nicht. Handelsrouten. Ah, okay. Wir haben aber noch gar nichts, ne? Kein Wohnwagen zugewiesen. Ah, okay. Aber, ja. Haben wir hier irgendwas, was wir machen können? Krimrot im Umfeld zerstören. Gold überreichen. Nee, warum? Ich gebe dir noch nicht einfach Gold. So, guck mal, was haben wir denn hier? Also, durch die Förderung eurer Lebensmittellager sorgt ihr dafür, dass euer wachsendes Königreich immer gut genährt ist. Es empfiehlt sich auch, die Möglichkeiten zur Lagerung der Vorräte auszubauen. Auch das Liefertempo ist ein wichtiger Faktor. Ach, guck mal hier einer an. Holzfällerbonus. Ja, Feuerholz auf Stufe 2 bringen oder was? Was sind denn die unterschiedlichen Optionen? Freigeschaltetes Vorratslager, Bauernhausbonus. Was sind denn die Optionen? Brunnenbonus. Und Apfelhaine. Ah. Okay, was ist jetzt was? Die Apfelhaine steigern ihren Ertrag um 100%. Dafür braucht ihr aber einen 50%igen Zuwachs an Mitarbeitern. Oder Option 2. Die Produktion der Apfelhaine steigt um 50%, doch das schnelle Wachstum geht auf den Ertrag der Äpfel, der um 25% sinkt. Ja, aber müsst ihr am Ende dann eine größere Ernte zur Folge haben. Das wäre sonst Quatsch. Könnte man doch eigentlich jetzt machen. Wird erforscht. Brunnenbonus. Achso, können wir das... Der Wirkungsbereich eines Brunnens steigt noch 35%. Die Produktion nimmt ab. Die Produktion der Brunnen steigt. Wir müssen vor... Ne, da ist ja das erste eigentlich besser. Der Wirkungsbereich. Ah, darf ich noch nicht. Okay. Wir haben jetzt eine Sache erst erforscht und Rang 2 und 3 kommen dann erst. Hätte ich ja vielleicht ein bisschen früher mal Hand anlegen können. Ich wollte eigentlich... Die Steuern mal ein bisschen senken. Da hätte ich Interesse dran. Warum sollen die so viel Steuern zahlen? Brauchen die doch gar nicht. Oder ist das festgelegt? Kann ich das vielleicht gar nicht ändern? Bin mir nicht so sicher, ob ich das kann. Was haben die hier schon wieder zu bedauern, die Bauern? Ja. Es fehlt... Oh, warte mal, Feuerholz? Nee, was? Das sehe ich nicht ein. Wir haben alles. Was ist denn hier los? Okay, habt ihr irgendeinen Zugang nicht gerade? Zugang zum Vorratslager haben sie. Zugang zum Lebensmittellager haben wir. Was ist denn das? Wieso werdet ihr denn nicht beliefert? Was? Da muss ich mal sprechen. Mit den zugehörigen Leuten. Das geht so nicht. Das geht so nicht. So, wir wollten jetzt noch ein paar Arbeitergebäude bauen. Wir haben das... Warte, hier hatten wir... Warte. Wo hatte ich den? Hier irgendwo. Da, den Seilmacher. 0 Seile. Produktion läuft jetzt aber an.
Ich sollte jetzt mal langsam noch andere Rohstoffe, und zwar Flachsfarm bauen. Weizen kann ich noch nicht. Nee, kann ich gar nicht, weil es das hier gar nicht gibt in dieser Provinz. Aber Hanf gibt es. Und Hanf baue ich jetzt an. Hanf baue ich nun an. So. Können wir direkt wieder zwei Hanffelder bauen. So. Bupp. Und eine schöne Straße. Bam. Und dann brauchen wir ja, Flachs. Okay, Achtung, Achtung. Ich habe mich verdrückt. Achtung, Achtung. Ich wollte Flachs bauen. Nicht Hanf. Flachs. Was habe ich mir denn jetzt gerade dabei gedacht? Flachs. Flachs, nicht Hanf. So. Jetzt aber Flachsfarm. Und da können wir doch jetzt mit dieser Flachsfarm, das hier, aber eine Flachsmühle. Nicht genug Seil zum Bauen. Ah, wir haben erst 10 Seile. Na gut. Dann mach erstmal das. Es sei gestattet. Das dauert nämlich hier ewig, bis die fertig werden. Dabei brauchst du doch nur ein bisschen von diesem wunderbaren Hanf, was schon wieder Mangelware ist. Die müssen einfach mal eingelagert werden. Brauche ich einfach noch ein Flachsfeld? Noch ein Flachsfeld? Hanffeld? Ich habe eine Hanf-Flachs-Schwäche, ganz offensichtlich. Wo hatte ich jetzt... Da ist das Forst. Ich könnte ja hier noch was bauen. Oder hier oben. Brauche ich noch mehr Flachs? Noch mehr Hanf? Sieht fast so aus, oder? Naja, je mehr Leute hier kommen, desto mehr muss man auch bauen. Upp. So. Zäunen wir das hier einmal ein. Ja. Oh nein! Hilfe! Eure Lebensmittelvorräte verderben auf mysteriöse Art. Was? Wie? Was? Nein! Aber wir haben zum Glück genug eingelagert. Aber habt ihr gesehen? Das war ein verbrecherisches Ereignis. Unsere kostbaren Lebensmittelvorräte wurden uns genommen. Das ist ja Quatsch. Und die sind schon hier am Meckern. Die werden hier nicht beliefert. Und niemand weiß warum. Was ist euer Problem? Verschmutzung ist hoch und Kristalle. Warum ist denn die Verschmutzung da hoch? Verschmutzung ist hoch. Finde ich nicht gut. Da habe ich doch versucht, alle produzierenden Gewerke möglichst weit wegzubauen. Aber vielleicht gibt es da gar keinen Malus. Wenn das nah dran ist, weil es ist einfach egal, wo das ist. Kann natürlich gut sein. So, wir haben so viel Geld. Wir können das. Ich muss es ausgeben. Ich muss vielleicht dann doch irgendwas kaufen. Was ist denn mit meinem Wägelchen da? Kann ich mit dir nicht eine Handelsroute machen? Komm mal hier nach Hause zum... Nee, warte, wo ist der Handelshof? Ist hier. Komm mal hier hin. Und wenn ich jetzt hier eine neue Handelsroute... Ne, die muss ich nicht hier machen, die mache ich... Warte. Handel. Karawane 1. Aber wo soll ich denn überhaupt hin? Ja gut, ich habe ja nur diese, ich habe ja nur eine. Ja, blöd.
Ja, das geht halt erst, wenn ich ne zweites Territorium habe, oder? Bitte sofort alles löschen. Brauche ich alles nicht. Weg damit. Aber was ist denn mit dir? Können wir nicht mal Ressourcen laden? Und dann können wir vielleicht demnächst irgendwo mal hinfahren und werden jetzt Ressourcen geladen? Ich hoffe doch. Muss ich in der Nähe eines Lebensmittellagers bin? Ne, Lebensmittellager, ja, und muss ich in die Nähe eines. Fahr mal hier hin. Da, guck mal, über die Straße. Da so. Rein da jetzt. Hier blockierst du ja alles. Oh Gott. Der blockiert einfach die Hauptstraße. Oh, Eventbeginn. Akt 1. Okay. Eine unheimliche Präsenz erfüllt die Siedlung mit Panik. Was so lange vergangen geglaubt, die Erzählungen unter vorgehaltener Hand, die merkwürdigen Gerüchte und jetzt der Nebel bricht herein über das aufstrebende Königreich mit seinem unentrinnbaren violetten Schein. Inmitten der panischen Bürger taucht eine zerbrechliche ältere Frau auf, eine Nysianerin aus einer nahegelegenen Stadt. Mit einem Lächeln, gar einem Lachen, geht sie ihrem gewohnten Alltag nach, was das Entsetzen der ehemaligen Aldianer nur noch größer werden lässt. Sir Hayward hat die Frau zu euch vor die Kurie geführt. Ihr hofft zu erfahren, warum sie nicht wie die anderen von Angst erfüllt ist. Seid gegrüßt, werte Dame. Eure Majestät. Wir kommen just aus diesem Nebel. Vom Veil? Ja, das verheißt nichts Gutes. Es bringt nur Zerstörung und pures Chaos mit sich. Die alte Frau bricht in schallendes Gelächter aus, als würde sie keinem der Worte des Herzogs trauen. Wie wirklich? Wisst ihr es nicht? Die Auswärtigen wissen gar nichts. Der Veil beglückt uns mit seiner Präsenz. Welche Fragen habt ihr? Der Nebel hinterlässt nichts als Schmerz, bringt euch unser Unglück etwa zum Lachen. Ihr haltet den Nebel in Weltgrim für einen Segen? Die Wunden sind noch frisch, es sind nur wenige Monate vergangen. Seit... Ja, ich habe gehört, was mit eurem Volk passiert ist. Das ist sehr tragisch, aber nicht komplett die Schuld des Veil. Erklärt genauer, was ihr meint. Der Veil hat seinen eigenen Willen und lässt sich doch beeinflussen. Er zehrt von euch, von der Energie. Und mit einem Male, passiert es, die Wolken kommen. Meistens ist er gut gelaunt, manchmal aber auch schlecht. Vielleicht traut er euch noch nicht. Also ist dieses Brausen eine Art Energie, die sich entlädt? Wie eine Woge im Meer? Ach so, das war der Kanzler. Wie eine Woge im Meer. Ja, eine Woge. Ihr solltet keine Angst haben, Eure Majestät. Etwas ist falsch gelaufen in eurem Land und es hat zu lange gedauert. Er ist in Nysamor daheim. Wie launisch er auch sein mag, die Wogen des Veil sind auch schnell wieder verebbt. Sie mögen eine Herausforderung sein, aber die Wogen können auch Gutes bewirken. Wogen. Ihr dankt der alten Frau für ihren Einblick und bittet Sir Hayward, sie netterweise aus dem Thronsaal hinauszuführen. Stimmt, was sie sagt. Bringen diese Wogen vielleicht nicht immer nur Furcht mit sich. Dennoch misstraut ihr dem Temperament des Veil. Dies ist sein Land und er könnte euch Leute als Eindringlinge betrachten. Zumindest wisst ihr jetzt, um was es sich handelt. Um Wogen von Energie. Ihr solltet schon bald ihre schlimmsten Auswirkungen bewältigen können. Vielleicht bekommt ihr sogar die Gelegenheit, die segensreichen Ausprägungen zu sehen, von denen die Frau sprach. Okay. Offensichtlich hat alles immer zwei Wahrheiten. Ist es eine Hexe? Ja, vielleicht. So, ey, hier, geh mal dahin. Hier, da, in den, da, ja, so, da ist gut. Und jetzt? Bitte füllen Sie diesen Wagen sofort auf. Machen die das jetzt? Oder muss ich den erstmal aufstellen, damit er beladen wird? Warte mal. Muss man den aufstellen, damit er sich belädt? Ich weiß es nicht. Oder warte mal, kommt er wieder angepinselt und... Und jetzt... Da, genau, beladet die Karawane für die Reise erneut. So läuft das nämlich. Wird das jetzt gemacht? Ich hoffe doch sehr. Alles andere würde mich zutiefst kränken. So,
Wie sieht es mit den Seilen aus, werter Seilmacher? Hanf, ja, es ist wieder ein bisschen Hanf angekommen. Von den Hanffeldern. Aber es könnte noch viel mehr Hanf sein. Klamotten sehen gut aus. Ja, Seile sind ja vermutlich auch eher eine Sache, die man so punktuell benötigt. Die sind ja kein Grundbedürfnis. Deswegen müsste das eigentlich jetzt alles gehen, was wir machen wollten. Wir wollten nämlich eine Flachsmühle bauen. So ist es. So, warte mal, dieses Steinding da, das kann mal Platz machen. Das machen wir mal als erstes. Zack, hinfort. Hinfort, hinfort. Oh, das ist außerhalb des Vorratslagers. Ist mir egal. Dann bauen wir einfach noch eins. Da kenne ich nichts. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das überhaupt benötigt wird jetzt auf die Art und Weise. Aber so haben wir hier alles abgedeckt. Und dann können wir jetzt hier diesen wunderschönen, runden Flachsmann bauen. Der natürlich teuer ist, aber an Geld mangelt es uns derzeit glücklicherweise nicht. Der Gaius. Der Gaius. Herzlich willkommen. Ave. Wie man im alten Rom zu sagen pflegte, wir spielen Thrive. Heavy Lays the Crown. Und das ist ein wunderschönes Aufbauspiel. Ein Mix vielleicht aus vielen unterschiedlichen Einflüssen. Es ist viel Siedlungsaufbau. Es ist eine Story, die erzählt wird. Man kann kämpfen, man kann Gebiete erobern. Hier noch haben wir nur eins. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Und hier ist unser Weg. Ah, oh, Event gibt noch ein Event. Ihr seht, wir haben Events. Flinker Fingerhut. Kanzler Declan berichtet über eine vielversprechende Entwicklung in der Schneiderei. Eine talentierte Näherin hat einen neuen Stich entwickelt, der die Produktivität erheblich steigern könnte. Das ist eine ganz außergewöhnliche Entdeckung, Eure Hoheit. Wenn dieser neue Stich wirklich besser ist als der alte, dann sollten wir alle Näherinnen anweisen, ihn zu erlernen. Yep. Ja, der Rest ist ja hier komplett, das ist erstes das einzig Richtige. Wenn wir all unseren, achso, das habe ich ja gerade gesagt. Dieses Königreich ist nur für uns alle ein Neuanfang. Und Neuanfänge verlangen nach neuen Traditionen. Richtet den Näherinnen mein Lob für ihre Tatkraft aus. Was? Doch, was würde unser alter König dazu sagen? Sind wir es Aldamor nicht schuldig, seine Tradition? Bist du bescheuert? Du bist mit deiner Rückwärtsgewandtheit dem Fortschritt im Wege. Hinfort, hinfort, mach die Straße frei. Tut, tut, hier kommt Innovation angebraust. Seht zu, dass alle Näherinnen diesen neuen Stich erlernen, Kanzler Declan. Habt ihr mich nicht verstanden? Alle sollen es sofort erlernen. Kanzler Declan überbringt den Näherinnen der Näherin die Neuigkeiten und sie nimmt sie freudig entgegen. Sie ist ermutigt von eurem Zuspruch und stolz darauf, zum Fortschritt der Siedlung beigetragen zu haben. Ja, siehste, ich bin ein weiser und weitblickender Herrscher. Was? Erhalte eine Belohnung, whatever your path. Ich habe irgendeine schöne Belohnung bekommen. So ein Hirschkopf. Allerdings ein toten Hirschkopf. So. Wie sieht's aus? Hier wird gearbeitet. Sehr, sehr gut. Wir bauen hier nämlich tolle Sachen. Ach, du grüne Neune. Wir brauchen ein Lebensmittellager. Warum ist denn unser eigentliches Lebensmittellager? Haben wir nicht. Wo ist das denn? Ah, hier gibt's gar nicht. Okay. Dann wird es sofort von mir korrigiert. Das gibt's ja nicht, dass wir hier kein Lebensmittellager angeboten haben. Recht herzliche Entschuldigung an dieser Stelle. Wir werden sofort hier ein wunderschönes Lebensmittellager hinzufügen. Und zack. So. Ja, so geht das ja nicht. Da muss man immer aufpassen. Wenn man das übersieht, schwuppsdiwupps, vorbei. So, ist das jetzt hier aufgeladen? No resources loaded. Loading the resources.
Please now. Holz, Stein, Apfel, Hanf ist immer noch ein kleines Problem. Wir müssen noch ein weiteres Hanffeld errichten. Dazu müssen wir eventuell so ein paar Bäume hier schröpfen. Ich glaube, das bleibt nicht aus. Was ist denn, wenn die Sachen alle sind? Dann haben wir doch ein Problem, oder? Vielleicht sollte ich das doch nicht so leichtfertig machen. Könnt ihr auch hier noch ein Handfeld bauen. Aber das sieht nicht schön aus. Hier ist es viel schöner. Hanffarben. Ja, dann nehmen wir schon so ein paar Bäume weg, ne? Aber was soll ich machen? Ich benötige Hanf. Es ist not enough Hanf. Not enough. We need more Hanf. Huch. So. Was ist denn hier mit dem anderen? Flachs. Flachs. Oh, Flachs haben wir richtig viel. Okay. Flachs wird offensichtlich noch nicht so weit benötigt. So, wir machen hier Flachsöl. Schönes, frisches, flutschiges Flachsöl. Und wir können jetzt mal eine Kochhütte bauen. Was ich mich aber frage, ist, muss die... Ne, die hat kein Einzugsgebiet. Das heißt, die kann einfach irgendwo gebaut werden. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Die können wir dann hier so in das Industriegebiet... Obwohl, hier sollten wir noch den Platz für den Schneider lassen. Eventuell muss ich da nochmal was schneidern. Dann kommst du stattdessen... Brauche ich noch eine Seilmanufaktur und eine zweite? Nö. Machen wir erstmal so. Vorausschauend gebaut. Unsere Kochhütte. Sehr gut. So. Minenarbeiter... fährt das gesamte Eisenerz innerhalb des Einflussbereichs dieses Lagers ein. Ich glaube, ich habe kein Eisenerz auf dieser Karte. Ich befürchte, ich habe es mir unnötig schwer gemacht, indem ich kein Gebirge... Aber hey, ich kann auch ohne Eisen sein. Ich sollte nur vielleicht nochmal demnächst irgendwas erobern mit Getreide. Ey, warum... Vorratslager No Resources Loaded. Warum? Das habe ich falsch gemacht. Ist das nicht im Einzugsbereich? Aber es ist doch voll im Einzugsbereich. Es ist sowohl in diesem Einzugsbereich als auch im Nahrungsmitteleinzugsbereich. Das muss doch klappen. Was ist euer Problem? Not enough Hanf. Tja. Weil wir jetzt natürlich auch sehr viel Jäckchen. Wir haben jetzt eigentlich schon viel zu viel Jäckchen. Wie wäre es denn, wenn wir... eine vielleicht pausieren. Also, weil wir unsere Hanfkleidung ist ja momentan. Niemand ist arbeitslos. Das ist eigentlich was Gutes. Aber gibt es auch Betriebe? Nee. Alle arbeiten in den Hanffarmen. Eventuell muss ich dann doch noch ein paar Häuser mal bauen für die Freunde hier. Und neue Arbeiterhäuser müssen wir auch bauen. Wie sieht das hier aus mit den Arbeitern eigentlich? Ah, da haben wir ein paar Arbeitslose. Taverne, Handwerker, Flachsmühle. Ja, wir haben da noch nicht so viele Betriebe. Aber ich finde, wir bauen jetzt mal ein paar mehr Sachen. Lieber schön langsam wachsen. So, Schweinezucht bringt nichts, weil wir kein Getreide haben. Oder müssen wir die Schweine nicht mit Getreide füttern? Ich weiß es nicht genau. Wenn wir jetzt für die Schweine Getreide brauchen, das ist natürlich blöd. Und eventuell müssen wir doch noch einen Seilmacher bauen. Weil mein Gefühl ist,
Wir brauchen es doch häufiger. Wie viel haben wir denn? 55 Seile. 130? Ah, okay, komm, wir bauen nochmal einen Seilmacher. Zur Not können wir den ja vielleicht wieder abreißen. Oh, Försterhütte. Oh, das ist gut. Da können wir neue Bäume bauen, das ist wichtig. So, das ist der Handwerker. Der kann ja auch andere Sachen herstellen. Also die mögen sich nicht, die beiden Handwerker. Deswegen muss da eine beschwichtigende Kochhütte zwischen die beiden Handwerker gesetzt werden. Weil die mögen sich einfach nicht. Die sind Rivalen. So, was ist hier dein Problem? Ach du Grünlein, du funktionierst nur mit Schweinen. Ach so. Ja, ich habe aber nicht so Interesse, dass die Schweinezucht, die muss weit weg. Die Schweinezucht, die muss weit weg. Taverne, aber das. Warte, wo war denn jetzt meine Schweinezucht? Da. 70, 60 Seile, die können wir schon bauen. Ja, die Schweine, die kommen ganz weit weg. Ganz weit kommen die Schweine weg. Weil sie stinken und sind laut. Und das will ich meinen Leuten nicht zumuten. Wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, ob das in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Die Nähe zu meiner Siedlung. Aber wenn ja, dann will ich denen das einfach nicht zumuten. Wir können auch hier hinten gehen. Ist auch weit weg. Komm. Ja, natürlich unsere Felder. Unsere Felder können aber noch da. Also ganz hinten. So eine kleine, laute, grunzige Schweinezucht. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen das Lager wahrscheinlich. Ja, dann machen wir es vielleicht doch hier hin. Ey, lass mich da mal meine Schweinezucht bauen. So. Wir müssen ja irgendwann mal loslegen mit den Grunzis. So. Was ist geschehen? Gefährlicher Zorn. Große Unruhe kommt von dem Bergfried auf. Ein wütender Mann mit einem Schwert in der Hand behauptet, gegen jeden zu kämpfen, der sich zwischen ihn und den Herrscher stellt, den er herausfordern möchte. Eine wachsende Menschenmenge beobachtet das Spektakel und die Klinge des Mannes hatte bereits einige von Haywards Soldaten schwere Wunden zugefügt. Der Herzog und der Kanzler glauben zu wissen, wie man am besten mit einer solchen Gewalt umgeht. Einer bevorzugt die Bestrafung, der andere das Mitgefühl. Eure Eminenz, wir sollten bei einer solchen Barbarei keine Gnade zeigen. Dieser Mann bedroht die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger, vor allem jedoch eure eigene Sicherheit. Solche hinterhältigen Taten können nicht toleriert werden. Verrat, Herzog Stanton? Der Frust gegenüber getroffenen Entscheidungen, ein kritischer Blick auf den Fortschritt des Königreichs, dies betrachtet ihr als Verrat? Die Bürgerinnen und Bürger dürfen ihre Unzufriedenheit äußern. Mit Klingen und Aggression, Kanzler Decklen, es muss ein Exempel statuiert werden. Ja, rein mit der Herrschaft und Raison, nicht Klinge gegen Klinge. Was? Also, wer ist das? Kanzler? Ja. Mit Raison. Mit Raison. Während der Kanzler und der Herzog debattieren, zieht Sir Hayward den stolpernden Schwertkämpfer am Kragen in den Raum. Der Mann wird entwaffnet und an den Händen gefesselt. Welche Art Herrscher wollen wir sein? Wollen wir Gnade walten lassen? Der Kanzler hat recht. Unser Volk muss wissen, dass seine Stimme zählt. Ich glaube, die Entscheidung von Sir Hayward ist richtig. Sir Hayward, das Schicksal dieses Mannes liegt in euren Händen. Solche Gewalttaten und eine solche Missachtung dürfen nicht toleriert werden. Der Herzog hat recht. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Naja, also, nun ist es ja immer so, der hat jetzt ja zum Schwert gegriffen. Ich finde das ehrlich gesagt eine etwas übertriebene und militante Art des Protestes. Normalerweise würde ich sagen, ja, sorry, der muss hinter Gittern. Das kann ja nicht sein. Das ist ja eine Einladung für jeden, der ein bisschen unzufrieden ist, weil der Apfel ein Loch hat, das Schwert zu zücken und den Imperator zu gefährden. Das ist ja auch Quatsch. Das geht nicht.
Das geht einfach nicht. Also, wir können jetzt ja auch nicht in Utopia leben und den dann jetzt in den Arm nehmen und sagen, oh, nicht so schlimm. Das geht einfach nicht. Oder was sagt ihr? Da muss man auch mal harte Hand zeigen, oder? Wie ist eure pädagogische Herangehensweise? Schwert oder Liebe? Schmolleck sagt also ab ins Verlies mit dem. Okay. Wenn du hier schwächelst. Nee, ich schwächel nicht. Wir machen hier, der Herzog hat recht. Gerechtigkeit wird genug getan. Der Preis für Verrat ist der Tod. Oh. Das mag wahrlich stimmen, Herzog. Wir sollten diesen Mann vorerst in eine Zelle sperren. Ja, da bin ich aber auch für. -3 Happiness, mir doch egal. Während Hayward den Gefangenen abführt, spuckt der Mann achtlos auf den Boden des Thronsaals. Dieser Mann hat eindeutig keinen Wert. Euer Königreich wäre ohne seine Sprenzchen besser dran. Ja, wir haben zwar 3 Happiness verloren, aber auf jeden Fall habe ich eine klare Linie gefahren. Das läuft hier nicht bei mir, dass man auf diese Art und Weise einfach... Läuft bei mir so nicht. Kochhütte. Ja, wir brauchen erstmal neue Arbeiter. Schweinestall. Fortschritt. Mal gespannt, ob der Getreide braucht. Währenddessen bauen wir mal flugs ein paar neue Arbeiterhäuser. Das muss jetzt sein. So. Dann können die zu uns kommen. Und sich hier ansiedeln. Und glücklich werden. Und das machen wir doch hier nochmal. Bupp. Nee. Oh. Schauderhaft. Schauderhafte Designentscheidung. Nein. Die Straße. Denkt doch einer an die gute Straße. So. Bupp. Und bupp. Und bupp. Und dann kriegen auch sie einen Weg aufgezeigt. So. Kleines Klümpchen errichtet. Und wie sieht das hier aus? Wohnen da schon Leute? Natürlich nicht. Was fehlt? Brunnen. Ach, wat. Hatte ich nicht gesagt, ich wollte die Reichweite des Brunnens verbessern? Brunnenbonus. Wirkungsbereich. 35%. Bestätigen wir. Bestätigen. Ja. Los. Und dann können wir hier die nächste Stufe schon machen. In der Zwischenzeit müssen die hier Durst leiden. Ja, mir egal. Der Fortschritt wird helfen. Was ist hier los? Wer ist unzufrieden? Ihr seid unzufrieden. Ich hab kein Wasser, ich brauch Wasser. Meine Kerle ist ganz trocken. Ich bin ein Arbeiter. Ich bin nicht bereit, 10 Meter weiter zu laufen zum Brunnen. Außerdem wird dieser Brunnen von den Bauern benutzt. Das ist ein Bauernbrunnen. Ich mag meinen eigenen Brunnen. Ja, ich verstehe diese Proteste, diesen Wunsch nach Wasser. Aber ich sage nein. Oh, 3 Arbeiter sind dem Königreich beigetreten. Oh Gott, die sind ja alle stinkig jetzt. Was ist denn mit euch los? Bier! Ah, wir wollen Bier. Wir wollen Bier und wir wollen Hanfkleidung. Wir sind super viel Hanfkleidung. Das mit dem Bier verstehe ich. Ja, okay, ihr wollt Bier. Was ist eigentlich hier mit Kaserne und so? Guck mal, wir müssen mal eine Waffenkammer und Kasernen machen. Aber ganz, ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Können wir nicht, da brauchen wir, was ist das? Eisen oder so? Aber so eine Kaserne? Aber holla die Waldfee. So. Kaserne baue ich gerne. Ist ja auch ein alter Spruch. Ja, so eine Kaserne muss natürlich... Muss nicht direkt. Das ist dann, kommen die auf die Auszubildenden auf dumme Gedanken, oder? Wenn sie zu nah zu Hause sind. Warum sind die denn jetzt hier? Warum meutern die denn?
Die Kaserne, in dem die Schweinezucht bauen? Nein. Hier kommt die Kaserne hin. Was ist da euer Problem? Warum ist hier Revolte? Was ist das los? Schweinefleisch fehlt oder was? Ist das jetzt der Grund für euren Ärger oder wie oder was? Vielleicht können wir darüber nachdenken, wenn die Schweine fehlen, dass wir hier nochmal zumachen kurz. Huch. Was ist das Problem? Das ist doch so ein Arbeiterbetrieb oder ist das ein Bauernbetrieb? Oh. Wir haben ja nicht mehr Arbeitslose hier. Der Schweinehof muss ein bisschen priorisiert werden. Und wir brauchen aber auch nicht so viele Bauherren derzeit. Wir bauen ja gar nicht so viel. So, das ist gar kein Arbeiterbetrieb. Das ist das ist ein Bauernbetrieb. Ja, die brauchen Weizen. Das hatte ich mir fast gedacht. Dann können wir das vergessen. Und dann können wir auch dieses... Warum? Ihr braucht da nicht arbeiten. Achso, das ist die Seilstube. Da, diese Kochhütte meine ich. Kochhütte. Hallo, hallo. Wir haben kein Schweinefleisch. Vielleicht können wir es importieren. Dafür machen wir erstmal eine neue Route. Vielleicht müssen wir hier mal mit der Diplomatie arbeiten. Wie sieht's denn hier aus? Was passiert denn, wenn ich denen ein bisschen Geld schenke? Oh ja, da hat sich verbessert. Wir haben ja Kohle. Wir können die ganze Zeit Geld verschenken, um ehrlich zu sein. Naja. So, ich finde an der Stelle hier mit diesen zufriedenen, pummeligen Gesichtern, machen wir mal eine kleine Pause. Leute, das ist Thrive. Heavy Lies the Crown. Ihr könnt jetzt über Ausrufezeichen Thrive euch Informationen zu diesem Spiel holen. Es gibt es nämlich auf Steam ab dem 6.11. im Early Access. Mir macht das eine Menge Spaß. Ich habe es ja damals schon gespielt, wie gesagt, habe ich zu Anfang erwähnt, als es in der Demo-Version draußen war. Und das ist jetzt ja erst so der Anfang, ne? Also es gibt so viele verschiedene Ebenen, die so schön ineinander verwoben sind. Wir haben dieses klassische Aufbauen, Wirtschaftskreislauf, Bedürfnisse erfüllen, höhere Einwohnerlevel dann mit den Arbeitern jetzt. Und dann gibt es als nächste Ebene noch Militär. Wir haben jetzt sogar keine Kaserne gebaut. Die würde dann natürlich uns ermöglichen, dass wir Truppen ausheben. Und, jetzt müssen wir kurz mal aufpassen. Einmal speichern, nicht, dass uns jetzt hier das wegläuft, das Spiel. Genau, und dann gibt es halt diese Geschichte noch und diese ganzen Entscheidungen, die man treffen muss, die eben auch noch so eine weitere Ebene drauf sind. Das macht's schön rund, also es macht echt Spaß und je länger man spielt, desto größer wird es, desto mehr lernt man kennen und man hat sogar einen Multiplayer-Modus. Ja, man kann das Ganze auch mit seinen Freunden spielen. Also rundum finde ich ein gelungenes Projekt, auf dem man mal ein waches Auge haben sollte. Das war's von mir, vielen lieben Dank fürs Zusehen, tschüss und auf Wiedersehen.